So, was geht ab? Na, Bro? Na? Wie geht's? Oh, ganz gut. Hast du schon gegessen? Nee. Kommt doch schon. Ich hab schon Burger bestellt. Hier kommt ein mieser Burger auf jeden Fall. Was sagst du, wie sieht der aus? Sieht auf jeden Fall derbe nice aus. Ich finde auch. Ich würde auch gerne reinbeißen. Ja, tu dir keinen Zwang an. Ich würde den Holzding vorher rausnehmen auf jeden Fall. Ich kannte mal einen Typ, der hatte echt irgendwie Magenprobleme und dann war er beim Arzt. Und dann haben die so einen Ultraschall gemacht und dann hatte er in irgendeiner Roulade mal kurz diese, weißt du, die Zahnstocher mitgegessen. So. Das kann ich einmal ganz kurz was gucken, bevor du ihn isst? Okay, nice. So einen Blick mal riskieren. Okay. Yo, yo, Sam TV Raps, Digga, Folge 4. Heute ist hier Ruhetag im Restaurant, was wollt ihr hier? Vito, ich beiß Gästen in ihren Burger rein. Hab keine Message, wenn ich Wörter reim. Außer, dies ist ein grandioses Rap-Format. Ich rap mit vollem Mund, hab geile Gäste da. Also check das ab, so geht es los. Ich sag, yo, yo, Rapper sag, yo! Das war so ekelhaft. Ich brauch was zu trinken. Wow, das war total freundlich. Das ist derbe. Deshalb kommen die Leute hier ins Restaurant. In der Hoffnung, dass sowas mal in echt passiert. Ja. Oh Gott, ist das schlimm, Rap, zu rappen mit vollem Mund. Ich habe das schon einmal gemacht, ne, auf meinem ersten Soloalbum. Aber das war in der Booth, nicht vor laufender Kamera im Livestream. Das ist schon ziemlich unangenehm. Sorry, Mama, wenn du das siehst. Man soll ja weder mit vollem Mund sprechen noch rappen. Sag mal kurz was, damit ich einmal runterschlucken kann. Ja, ich kann dir dazu was erzählen. Und zwar war ich auch im Internat und da gab es eine Regel. Und zwar, wenn du deinen Ellbogen auf den Tisch getan hast, musstest du alle Tische abwischen und abräumen, weil das unhöflich ist. Genau, ja. Hässlich. Also das steht mir dann später bevor auf jeden Fall. Was geht ab bei dir? Alles gut? Ja, alles gut, wie immer. Ja? Arbeiten. Viel gearbeitet wieder? Ja, wie immer. Du weißt, du schickst mich arbeiten. Das ist gut. Ja, auf jeden Fall. Soll ich nicht beklagen darüber. Nee, ich bin auch viel am Arbeiten, viel am Vorbereiten fürs MTV Unplugged. Sam, yeah. Unplugged. Ein Applaus dafür, ey, es ist endlich soweit. MTV Unplugged. Endlich. Und wir sind natürlich seit letztem Jahr schon am Plan. Und letztes Jahr schon die ganzen hochkarätigen Stargäste, die ich natürlich habe, weil so viele Features und Kollaborationen in der Karriere passiert sind. Und die haben alle zugesagt. Also es wird ein unglaubliches Aufgebot. Oh mein Gott. Wir machen das hier Anfang April auf einem Boot in Hamburg. Wir werden ein paar selektierte Fans einladen und unsere Freunde und Families und so. Und ich war jetzt gerade in Köln ein paar Tage, habe mit Blanco ein paar Dinger vorproduziert. Ja, damit die Leute wissen, wer Blanco ist, sag mal. Basazian, genau, Haftbefehl, mein letztes Album. Gentleman, überkrasser Produzent. Aber die Woche vorher war ich schon mit der ganzen Rhythm-Section, Hazy Haze und meiner ganzen Band da am Start. Und ja, kommt zusammen, aber viel Arbeit. Leute haben prophezeit, es wird hart, es ist richtig unglaublich viel Arbeit, aber voll. Ich freue mich, ich habe harte Rückenschmerzen heute, muss ich leider mitteilen, aber ich habe mir hart... Warte mal, da habe ich einen für dich. Sag mal. Ganz kurz. Oh. Hm. Genau. Ja. Aber ich habe mir so viel Sachen reingeballert, dass es jetzt gerade geht. Deshalb, ich wünsche dir eine schöne Show, Digga. Ich wünsche dir eine schöne Show. Ich werde unseren Gast jetzt anmoderieren aus meiner krassen GoPro-Cam da drüben. Ich lasse dir das Mic hier. So. Meine Damen und Herren, jetzt kommt der Mann, den ich heute hier für die Sendung eingeladen habe. Er ist noch mit ein paar Brüdern da, aber erstmal kommt er alleine hier rein. Er ist der Mann mit den Worten, mit der Stimme, die Statur, dem Flow, der Deepness. Ich rede von keinem Geringeren als Megalo aus Moabit Berlin. Alles gut bei dir? Wie mein Bruder Afrop. Oh. Yeah. Na? Es geht. Alles gut, Digga. Schön, dass du hier bist. Danke. Danke, schön hier zu sehen. Wir haben das Ambiente auf jeden Fall ein bisschen angepasst heute BSMG-mäßig. Mit ein bisschen Africa-Flavor auch, falls du Bock hast, hier zwischendurch Plantain-Chips. Aha, ich nehme die nach Hause. Genau, auf jeden Fall ein paar Sachen, die ich auch in Afrika mal gekauft habe oder afrikanische Kunst und sowas.
um dem Thema gerecht zu werden. Und ich habe, was ich bei jedem Gast immer mache, Geschenke am Start für dich. Und ich habe zwei Geschenke. Und jetzt definiert das gleich bestimmt deinen Charakter schon. Willst du das gute Geschenk oder das schlechte Geschenk zuerst? Es gibt ein richtig gutes. Es ist jetzt so wie, willst du die guten News oder die schlechten News zuerst? Ja, aber es gibt auch keine schlechten Geschenke, oder? Das wirst du gleich sehen. Okay, dann, also ich darf beide haben. Dann du kriegst eh beide. Will ich mit dem schlechten an. Den schlechten fangen wir an. Okay, alles klar. Wo ist denn überhaupt der ganze Kram hier? Schlechtes Geschenk. Ah, da, Digga. Okay. Ich bin gespannt. Genau, okay, das schlechte Geschenk. Ne? Wir reden ja heute viel über das Thema, worum es bei BSMG auch geht. Afrozentrische Themen, das Thema Schwarzsein in einer weißen Mehrheitsgesellschaft, wie auch immer. Und um das, ich musste irgendwie bei diesen, weißt du, bei den Geschenken daran denken, dass es in dem Zusammenhang stehen muss. Eigentlich würde ich dir das Gute zuerst geben, am liebsten. Aber das Schlimme ist. Schakalaka. Schakalaka. Gewürzmischung. Ja, das ist doch. Es kann doch nur aus Afrika sein. Genau, es ist aus Afrika. Nee, es ist nicht aus Afrika. Es ist aus Eichelberg, also mit AI. Nicht so ein Senf. Und ey, es ist einfach so krass, weil im Rahmen dieser H&M-Geschichte, die da neulich war, wo du ja auch gefühlt von den deutschen Rappern als einziger richtig irgendwie Stellung zugezogen hast und auch dich der Diskussion ausgesetzt hast, die dann folgte mit den ganzen Kommentaren und so, hatte ich das Gefühl, ne? Also ich habe es auf jeden Fall mitgekriegt bei Instagram. Gezwungenermaßen. Und dann dachte ich so, also dass da noch keiner einen Protest gestartet hat, ist natürlich extrem krass. Ne? Aber es passt auch zu deinem Sweater. Oder? Das ist krass, ne? Schakalaka Afrika, Digga. Bestes Bild. Ja, so sehen Afrikaner heutzutage aus, natürlich, in allen Ländern. Ja, was soll ich sagen? Ist bestimmt auch richtig gut gewürzt, wie man das hier erwartet. Dass man die gute afrikanische Würze bekommt. Und das Positive daran ist denn ein Fela-Kuti-Plakat. Ja, Mann, das ist nice. Ich habe mir so ein krasses Boxset geholt von Erykah Badu, kompiliert so ein paar Fela Kuti-Alben. Nice. In so einer derben Box und da war dieses Plakat drin, da musste ich irgendwie an dich denken. Deshalb ist das das, was sozusagen das represented, danke, wofür Bro. Jeder steht. Ja, Mann. Und das hier ist was, worüber wir später ja noch reden können, was einfach so die Wahrnehmung angeht. Ja, gerne. Wo tue ich das hin? Ein Applaus für die großartigen Fans. Ja, Mann. Fela Kuti. Lass es dir liegen. Oder ich stell es lieber dahin, weil dann. Fela Kuti, legendärer nigerianischer Musiker, ist quasi der Bob Marley Afrikas. Kommt aus Nigeria, wie meine Mutter auch. Deshalb vielen Dank auf jeden Fall. Ja, Mann, das ist auf jeden Fall ein geiles Ding. Ich hoffe, dass irgendwo in deiner Wohnung einen schönen Platz Unbedingt, findet. Unbedingt. Ja, die Wände sind auch ziemlich leer. Deshalb ich bin über alles dankbar. Ja, ich genau, das Thema drängt sich natürlich auf und da will ich auf jeden Fall auch drüber reden, weil es mich voll interessiert, was die Motivation war hinter dem BSMG-Projekt etc. Aber gerade wahrscheinlich, weil ihr jetzt so einen Presserun hattet, auch mit dem Ding, wo es, wenn man ein Konzeptalbum macht, dann kommt man ja nicht in den Raum und ist einfach ein Mensch, sondern man ist der Typ, der, als wenn man, weißt du, jedem die Ideologie aufdrücken will, alles geht nur noch darum. Deshalb, ich wollte erstmal einfach anfangen. Mit deiner Rap-History eigentlich, so, weißt du? Und wie wir uns kennengelernt haben, ich weiß nicht mehr genau welches Jahr, aber ich habe dann recherchiert, was unser erstes Feature zusammen war. Das ist ein Song namens Swagger. Ja, Mann. Keine Ahnung. Waren die ersten, Dicker. Swagger. Swagger, schon, aber und in 2006. Genau, das 2006. War schon sehr früh für Swagger. Auf jeden. Es hieß dann auch irgendwann nicht mehr Swagger, sondern Swag. Swag. Ja. Und da wir waren die ersten, Primo. Ja, ne? Und das war dein zweites Projekt, oder? Dein zweites Album oder es war ein Mixtape? Es war eine Compilation, genau. Ich hatte mein Solo-Debüt gegeben, ein Jahr vorher mit dem Game und dann rein geschäftlich die Label-Compilation, damals mit eigenem Label. Genau, mit KD. Genau, wir dachten, wir wären Rockefeller Records. Ja, ja, klar, wie jeder zu der Zeit. Hat nicht ganz geklappt, aber... Ja, kann ich auch von mir sagen. Aber ey, danke für deinen Support auf jeden Fall, du hast alles gegeben. Genau, und dann habe ich so an das... Ich habe dann an das Feature gedacht, ich habe es dann leider nicht mehr gefunden, sonst hätten wir es auch angespielt als dein Intro, das wäre auch witzig gewesen. Aber ich habe mich daran erinnert und das hat dann auch irgendwie mich, also ich habe so ein bisschen überlegt, was haben wir alle schon zusammen gemacht und das Ding war das erste und das war sehr speziell, weil du hast mir einen Verse geschickt auf einen Beat und ich habe im Gegensatz zu allen anderen Momenten, die ich sonst je mit Features hatte, wo ich immer so ist ja immer friendly competition, weißt du so? Man mag alle Leute, aber ist dann trotzdem so, Alter, ich fick den noch, weißt du, auf seinem Beat so. Und da war es echt so auf, ich fand es so perfekt, wie du über diesen Beat gegangen bist, dass ich dich so angerufen habe oder geschrieben habe und gesagt habe, ey, ist das okay für dich, wenn ich genau auf deinem Flow
alles Silbe für Silbe, aber einfach in deinen Verse sozusagen neue Worte einbauen. Wirklich phonetisch, dass man die eigentlich fast übereinander legen könnte. Ja, so. Voll. Und hab das dann gemacht. Und heftig, war doch trotzdem kompetent. Also ich war ja, ja, okay, voll. Also es war trotzdem auch, ist auch eine krasse, ist jetzt nicht weniger anstrengend, sowas zu schreiben wie was Eigenes. Ne? Aber habe ich so gemerkt, so, dass da auf jeden Fall schon so ein krasser Grundrespekt von Anfang an da war. Und dass ich echt so auch dir immer so auf jedem Song, den wir zusammen gemacht haben, dass ich irgendwie bei dir das, die Competition irgendwie anders sehe, weil ich das irgendwie mag, wenn du einfach hart rasierst. Weißt du, so auch bei dem Hände hoch hatte ich ja auch so ein Certified Banger, dann diesen Remix davon gemacht, wo die zweite Strophe eigentlich so hingefreestylt war und dann noch mit so einem Anfang der dritten, hebt die Hände hoch, jetzt kommt Megalo. Ja, da habe ich das dir geschickt, das dann kam Moment. Da so ein Monster-Verse zurück und ich auch so meinen Freestyle-Verse nochmal so hinterfragt und dann trotzdem gesagt, so, nee, das ist einfach so, das war jetzt so entstanden und das ist geil so. Und dann, ey, ich danke dir auf jeden Fall für die Momente, die du mir zum Schein gegeben hast. So. Das zeugt auch von einfach sehr viel Stärke, so, wenn man den King of Rap-Titel claimt und dann aber trotzdem anderen den Platz lassen kann. Das hast du immer getan. Und deshalb nur Respekt dafür und danke für das. Ja, gerne, echt, weil es einfach so war, dass du immer so dieses volle Paket, ich hatte so, du hast dann so diesen Spot auch eingenommen, den vorher fast nur gefühlt in der Welt, die ich so wahrgenommen habe, nur Robbe und ich immer hatten, weißt du, dass du, wenn einer von denen auf die Bühne kommt oder die beiden zusammen, dann ist so Shutdown einfach, weißt du? Ey, und das ist einfach irre. Also richtig nice. Wie war deine, also als du das Ding, was wir denn zusammen gemacht haben, hast du nach der Zeit, kam das dann mit Patrice, dass du so irgendwie aus Berlin auch schon mal rausgekommen bist? Weil ja auch zu der Zeit war alles so sehr kryptisch, ne? Also im Gegensatz zu jetzt, man versteht ja bei dir, du bist ja einer der quote-unquote poetischen, weißt du, Rapper, so, wo Leute, weißt du, auch in Unis, irgendwelche Uni-Professoren, weißt du, analysieren mit ihren Kids da die Texte und sowas, weißt du, und sowas. Trotzdem war es damals sehr kryptisch und so Berlin-mäßig und bist du nach dem Ding erst so aus diesem Berlin-Kosmos ein bisschen rausgegangen? Ja, das kann man schon sagen. Also wie gesagt, am Anfang habe ich mit eigenem Label das Ganze gemacht, mit KD Sapir, wie du schon meintest. Und da war natürlich der Kosmos ein anderer. Es war so Berlin-Competition. Zu der Zeit war auch nicht so viel mit Networking wie heute. Heute ist ja eher so, in der Stadt unterstützt man sich. Und da war es so eher der gegen den und alle. Jeder denkt, der ist der Krasseste. Gerade Berlin, arbeitet nicht zusammen. Insofern waren wir mit rein geschäftlich eigentlich auch schon ein bisschen unserer Zeit in Berlin voraus, weil wir versucht haben zu connecten mit den Leuten, aber hauptsächlich immer noch im Rahmen von Berlin. Und dann, ja klar, habe ich Patrice kennengelernt, nachdem ich dich kennengelernt hatte und war dann öfter in Köln, wollte eigentlich da zu der Zeit mich neu orientieren. Das Label war ad acta gelegt, hat leider nicht den Gewinn gebracht. Und dann habe ich mir einen Manager geholt und versucht, einen Deal zu bekommen eben. So, also ein Deal so wie, also ein Major Deal. Wer war der Manager damals? Nico C. Okay. Der Live-Demo auch gemacht. Ja, ja, genau. Und genau, und der hat dich dann mit Patrice connected? Der hat mich mit Patrice connected und da haben wir auf jeden Fall einiges produziert. Also es liegen bestimmt zu Hause 2, 3 Alben rum, die wahrscheinlich nie rauskommen werden. Auch mit Xavier Naidoo einiges gearbeitet zu der Zeit, wo er Alles kann besser werden. Ja, wo das ist auch die Single, wo ich drauf bin. Dann waren wir auch im Studio, da gibt es auch 4, 5 Nummern, die aber einfach nicht auf Level sind. Also ich bin da auch kritisch halt so. Und dann geht es nicht darum, ob man jetzt den Namen hat oder so, sondern wenn die Zeit vergeht und die Nummern dann nicht genauso gut bleiben, dann war es halt nicht die Zeit dafür. Und was war denn der nächste Release, der kam? Und wann? Monster-EP, 2010. 2010, also von 2006. Nee, nach 2006, 2007 noch Alles negativ mit Sprachtod. Ah, ja, stimmt. Da wollten wir eigentlich auch noch ein Album rausbringen, was nie rausgekommen ist. Mhm. Und dann 2010, so, ja, letztendlich, wenn ich zurückblicke, es war immer viel Musik da, so der Wille, aber alles war nicht konzentriert genug. So der Plan dahinter hat einfach nicht gestimmt. Mhm. Und da hat sich sehr viel Energie einfach, also ist nicht gebündelt genug gewesen. So. Und deshalb dann irgendwie mit 2010 einfach keinen Bock mehr gehabt, auch überlegt, okay, jetzt ein bisschen mehr Verantwortung mittlerweile, Familie und so, dies, das, um was ich mich kümmern muss und macht dieses ganze Rap-Ding überhaupt noch Sinn. Und dann wollte ich eigentlich aufhören so und dann kam der Deal mit Max Herre, nachdem ich die Monster-EP gebracht habe, 2011 dann Max Herre, Nesola und dann 2 Top-10-Alben und jetzt bin ich immer noch hier. Yes! Ja. Und nebenbei auch lange immer noch den Working Man Status? Ja, jetzt tatsächlich nicht mehr. Ja. Seit letztem Jahr konnte ich endlich den Job, den Nebenjob, der ja eigentlich wie ein Vollzeitjob auch teilweise war, an den Nagel hängen und kann mich auf Rap konzentrieren. Das ist Hammer, weil ich fand es einerseits natürlich immer der bewundernswert, weißt du, so. Also, weil ich finde es eigentlich einfach auch richtig und wichtig, gerade wenn man Familie hat. Weißt du, bevor man so sein Rapper-Ego irgendwie dem Familienwohl in den Weg kommen lässt, dass man sagt, ich gehe arbeiten, aber wir haben so Dinge erlebt wie
in dem Festivalsommer, wo die Unplugged-Tour von Max war. Da war ich ja auch bei vielen Gigs mit euch. Ja, und dann haben wir irgendwie 2 Tage in München gespielt. Und den einen Abend musstest du einfach direkt nach der Show, weil dann so ein Shuttle für dich da, dass sich dann losgefahren hat, damit du zur Frühschicht in Berlin ankommst. Stimmt. Und da war ich auch so einfach. Es war der Modus. Respekt einfach. Danke, Bruder. Es war nicht nice auf jeden Fall. Hey, ich meine ganz ehrlich, man braucht ja nicht beklagen, so jeder muss arbeiten, so, und das letztendlich auch nicht das größte Problem. Tatsächlich war für mich das Schwierigste von so Momenten, wo du auf der Bühne stehst und keine Ahnung, im Rahmen Max Herre Unplugged, so wirklich mehrere tausend Leute vor dir hast, die es einfach feiern, zu dann zurück ins Lager, wo du halt einfach der Arsch bist und so. Die sagen, geh, räum mal das jetzt auf. Ja, aber echt, also wahrscheinlich hält einen aber ey, genau, das wäre dann, genau. Aber reicht jetzt auch irgendwann so. Wirklich Musik machen. Ja, ich gönn's dir auf jeden Fall. Obwohl es für deinen Workout-Modus wahrscheinlich das Paket tatsächlich, Alter, ist schwierig jetzt, in Form zu bleiben. Ja? Ist schwer. Scheiße, Mann. Und dann, was war so der Antrieb für dich immer so durch die Zeiten und wo hast du dich auch so gesehen? Ich habe schon das Gefühl, dass du auch, fast jeder Rapper, glaube ich, denkt immer, er ist der Underdog, egal wie viel, weißt du, er gerade mal verkauft, das könnte immer noch krasser sein oder so, aber was war so dein Antrieb über die Jahre, weil es ja für dich schon sehr lange gedauert hat im Vergleich zu anderen Leuten, die so im Anfang 20 rauskommen sollen? Ich glaube, es hat am längsten bei mir gedauert von allen. Ja, ist auf jeden Fall so Jay Electronica. Aber der hat ja kein Album rausgebracht. Nee, stimmt, da bist du einiges voraus. Nee, was soll ich sagen? Am Ende hat jeder seinen Weg so, und es bringt einfach nichts, sich zu vergleichen auch. Das muss man natürlich erstmal lernen, so die Prozesse durchmachen, zu verstehen. So, das ist halt einfach das, was es ist, und am Ende des Tages entscheidet sich dann, will man das machen, hat man die richtige Motivation, die richtigen Gründe, das weiterhin zu machen. Und bei mir war es dann einfach ganz klar, die Entscheidung irgendwann, als dann der Deal kam, okay, ich bekomme jetzt nochmal diese Chance so, und dann muss ich jetzt auch alles da reingeben, und seitdem hat sich das Blatt ja quasi gewendet, und dann bin ich auch ein bisschen geduldiger, wenn es nicht sofort quasi auf Wolke 7 geht. So. Ja, es entwickelt sich ja die ganze Zeit nach oben. So. Also man kann auf jeden Fall die Entwicklung sehen, allein, dass ich jetzt nicht mehr den Nebenjob machen muss, dass ich Musik machen kann, auch rumkommen in der Welt. Letztes Jahr Ostafrika-Tour im Oktober gemacht. Ja, und so, ich sehe die Viva Conagua, die Sachen, ne? Das war auch davor, das war jetzt Goethe-Institut tatsächlich. Ja. Aber ja, wir waren jetzt seit den beiden Alben schon, keine Ahnung, 3-4 Mal in Afrika, 5-6 Länder gesehen. Und das sind einfach Sachen, Träume, die von mir, also die ich hatte und die sich durch die Musik verwirklichen. Insofern habe ich das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg, und es bringt jetzt nichts, da abgeturnt zu sein, weil man vielleicht noch nicht den Bentley fährt, obwohl ich ihn eh nicht fahren würde. Aber so. Hast du Führerschein? Die Bentley-Kohle. Ich musste meinen Führerschein tatsächlich abgeben. Ja. Ist schon ein bisschen was her, also ich könnte ihn jetzt auch, glaube ich, langsam wiederbekommen, aber ganz ehrlich. Ohne MPU zu machen? Ich glaube, ja, ich glaube, es verjährt. Okay. Nach 9 Jahren oder 10 Jahren irgendwie. Okay, echt so lange schon? Krass, ey. Ja, okay. Ja, was soll man machen? Ja, ich kann es empfehlen. Es ist schon geil, Auto zu fahren. Ja, andererseits, du weißt ja gerade diese ganzen Abgasdebatten und so. Ja, das. So, okay. Wenn ich setze mich ja immer hin und predige Leute, ihr müsst alle korrekt sein und dies, das, da kann ich auch jetzt nicht mit einem guten Beispiel vorangehen. Ich habe mich daran gewöhnt, tatsächlich an die Öffentlichen. Ja, und okay, ich meine, Berlin ist auch richtig hardcore mit Parken immer und da ist wahrscheinlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder sonst Taxi fast entspannter, ne? Ich denke, alles hat seine Fürs und Gegen. Aber fährst du öffentliche Verkehrsmittel in Berlin? Ja, krass. Tatsächlich. Nice. Ich ewig nicht ist nicht immer so nice. Manchmal bist du so. Ich kann's mir vorstellen. Bist einfach alleine chillen, siehst auch nicht entsprechend aus. Und dann genau sind die Momente so. Ey, Dicker, Foto machen. Bist du schon mal beim Schwarzfahren erwischt worden, während du Autogramme gegeben hast? Nee. Nicht schon. Das ist hart, Digga. Schon ein bisschen. Ich habe meinen Führerschein derbe spät gemacht, so mit Ende 20 oder so. Echt erst als mein Sohn in die Schule kam und ich so gemerkt habe, so diese ganzen Sachen, weißt du, so, wo man die dann hinbringen muss und so. Und ich mache das alles mit einem Taxi oder. Teuer, ich kam mir so wie so ein Idiot vor irgendwie. Weißt du, dann habe ich irgendwie Führerschein gemacht, das ging nicht anders. Aber was du gerade sagst, Entwicklung, also sowohl von dem, wie sich wahrscheinlich so dein Leben gestaltet hat, aber als. Musikalisch finde ich auch krass, dass du in den Jahren dann so eine Entwicklung gemacht hast, schon immer so deinen Wurzeln treu geblieben ist und immer so, weißt du, aber das erste war vom Ding her, für mich ist das erste Album ein Hip-Hop-Album, Boom Bap, richtig im klassischen Sinne, mit ein paar, weißt du, Ausflügen. Endlich und Endlich meinst du das, oder? Ja, genau, also das ist das erste von den, von den neue Ära-Mega sozusagen. Und das zweite, schon sehr viel Trap und das Afro-Ding und so ganz viele andere Tempos und so.
Und dann das BSMG-Ding, was ja auch in die Richtung, also ich finde so denn, ja. Weil bei mir so die Spanne, weißt du, von Entwicklung, damals, ja. Ich war so lang, habe so regelmäßig Alben gedroppt und der Sound hat sich so langsam entwickelt, weißt du? So, und jetzt ist so, du bist schon so reingekommen, es gab schon eben diese ganzen Styles und du bist dann auch so experimentierfreudig. Ja, total. Bock, alles zu machen, also du bist nicht so Hardcore-Fanbase-orientiert anscheinend beim Musikmachen, oder? Ey, ganz ehrlich, weiß ich nicht so genau, was die Fanbase ist. Ja. Also ich glaube schon, dass viele so dieses Boom-Bap-Zeug von mir feiern, so, weil die mich halt damit irgendwie... Aber letztendlich, wenn man noch weiter zurückguckt, 2006 und so, auch das Mixtape Zeit für den Hund, das war Kronk halt zu dem Zeitpunkt. Und letztendlich, das war auch, was wir da gemacht haben. Also ich war schon immer einfach ein Rap-Fan und wollte mich nicht auf irgendein Ding begrenzen. So New York-Rap, Lyrics, so, das ist schon so eigentlich... Das, wo man immer hingeguckt hat, also Lyrics waren mir immer wichtig, so, aber jetzt, was für ein Tempo der Beat hat oder was für ein Flow, ist auch geil, wenn man vielseitig sein kann, wenn man einfach sich ausprobieren kann. So, das immer. Aber hattest du das Gefühl, du musst auch für dein Recht kämpfen? Also ich hatte irgendwie schon das Gefühl, dass du denn mit dem ersten Album bei Max sozusagen so ein bisschen so ein, wie Kanye, weißt du, das erste auf Rockefeller, so, oh, he's bringing that real Hip-Hop back. So, weißt du, so hatte ich irgendwie das Gefühl, dass also in den Kreisen, ich rede ja nicht viel mit Menschen auf der Straße, ich rede ja, weißt du, mit Künstlern und in den ganzen Kreisen war es so oft, boah, Alter, das ist mal wieder so die Essenz und dann aber gleich waren die nächsten Schritte eben schon, weißt du, so gefühlt einfach sehr frei, was ich eben super geil finde. So, aber also ich glaube, der Grund, warum das erste nicht frei war, war einfach, dass ich total so verunsichert war von der Karriere, die bisher halt, also ich habe so viele Jahre schon im Game quasi gehustelt, Musik gemacht, ohne dass ich jetzt den zählbaren Erfolg hatte. Und deshalb war ich so, ey, das kann jetzt meine allerletzte Chance sein. Dann ist es richtig peinlich, weil ich habe eigentlich 2010 schon gesagt, ich höre auf mit der Monster-EP. Und jetzt komme ich 2013 nochmal mit einem Album. So, wann will der Junge endlich aufhören? So, halt aufs Maul. Ja. So, ungefähr. Aber deshalb gerade, war ich so ein bisschen, dann eben umso bewundernswerter, dass du dann auf die, weißt du, Essenz dich reduziert hast und einfach auch, weißt du, mit Erlen zusammen einfach einen Sound finden, weißt du, und einfach statt so diesen, man hätte ja auch den Major, weißt du, okay, und jetzt muss unbedingt die Radio-Single da sein und bla bla. Nee, tatsächlich, also es war natürlich wichtig, dass so die Essenz rauskommt, also auch Ego und solche Sachen, so sagen, man ist der, also einfach diese ganze Rapper-Gehabe-Sachen, so das hat viel weniger eine Rolle gespielt. Es ging wirklich darum, Musik zu machen, die halt möglichst zeitlos ist, wenn man das so als Anspruch claimen kann. Und also Musik, einfach der Anspruch, gute Musik zu machen, aber das ist alles eine Findungsphase so. Und man macht dieses Album und danach hört man andere Sachen und dieses ganze Trap-Ding, wenn du es jetzt so nennen willst, das ging für mich 2012 so, kam das für mich ins Bewusstsein mit den Chief Keef-Sachen zuerst und so Chicago-Sound, auch Drill und Atlanta und das kommt dann nach und nach, dass man sich dann mehr und mehr damit auseinandersetzt. Da war das endlich und endlich Album aber schon fertig. Also es war jetzt keine bewusste Entscheidung, einfach das eine jetzt irgendwie so 90s-Rap zu machen. Also es gab ja auch Songs, die programmiere ich neu drauf, die auch den Bounce haben. So. Ja. Und Gerny Stallion und ich waren schon immer so, dass wir einfach, wir sind halt Rap-Fans, wir hören viele verschiedene Sachen und probieren uns da auch gerne einfach neu aus. Und diese afrikanischen Einflüsse, das war auch schon immer da. Das sind unsere Wurzeln, nur das Selbstvertrauen, die Sicherheit, damit was zu machen, das wächst auch mit der Zeit. Wenn man sieht, okay, klar, ich habe jetzt als Künstler vielleicht doch eine Berechtigung, so ein bisschen Erfolg gibt es da, man sieht, man spielt Shows, eine Tour, solche Sachen, das bestätigt einen ja auch im Dasein und dann traut man sich auch mehr, einfach man selbst zu sein. So würde ich das für mich definieren. Letzte Woche hattet ihr auch gerade ein Gig hier in Hamburg, ne, bei so Rap for Refugees. Ja, auf jeden Fall. Was, ich bin dauernd in Hamburg. Ja, voll krass, weil ich auch so, hä, er kommt doch in ein paar Tagen schon wieder. Ich hätte nicht bleiben können. Dazu fiel mir gerade ein, das habe ich vorhin gerade mitgekriegt von einer Bekannten, die mir geschrieben hat, dass sie, die wohnen ja auch um die Ecke und würden eigentlich gerne kommen zur Sendung, aber sind heute Abend auf einer Demo, weil es jetzt jeden Montag hier in Hamburg auch so eine Pegida-mäßige Demo immer gibt, also irgendeine rechte Gruppe, die demonstrieren jeden Montag und dann eben sich da gegen Demonstrationen zu formieren. Und deshalb an alle Leute da draußen, ich weiß jetzt nicht genau, wo man das googeln kann, aber wenn ihr Bock habt, auf die Straßen zu gehen in Hamburg jeden Montag, um euch dagegen aufzulehnen, dass diese Typen jede Woche einfach merkwürdige Sachen propagieren. Ne? Wäre auf jeden Fall cool. Letzte Woche waren anscheinend irgendwie waren so 200 Rechte da und 800 Nicht-Rechte. Ich weiß nicht, ob man die jetzt automatisch Linke nennen soll, aber also das ist ja eigentlich ganz cool. Wir haben die Mimimi-News am Start mit der hochschwangeren Hanife 3000. Ich habe sie auch noch nicht gesehen. Lass mal sehen, was in der Mimimi-Welt hier so los ist.
Okay, machen wir. Herzlich willkommen zu den Mimimi News. Unser Thema heute: Politiker, die twittern. Das ist eklig. Warum macht ihr das? Das ist so scheiße. Da kommt nur Durchfall. Mach das nicht. Hier letztens diese eine Nazi-Partei, Bro. Müller, Meier, Schmidt, keine Ahnung, die kommen und gehen da wie Scheidenpilz. Blickt kein Arsch mehr durch. Twittert, kein Witz. Der kleine Neger, Noah Becker, hat wohl in seinem Leben zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ja, das war sein Problem. Der kleine schwarze Sohn eines fast albino-weißen Tennisprofis aus Deutschland hat zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Das hast du richtig erkannt. Deine Nazi-Schwester hier Anfang des Jahres hatte sich überlegt zu twittern, weil die NRW-Polizei so nett war und getwittert hat: Frohes neues Jahr auf Französisch, Englisch und Arabisch. Wallah auf Arabisch. Da hat die deine kleine Schwester getwittert: Ihr wollt wohl diese barbarisch-muslimischen Gruppen vergewaltigenden Männerhorden besänftigen. Ja, das war der Grund. Jedes Mal, wenn ich von diesen barbarisch-muslimischen männerhordenden, gruppenvergewaltigenden Jungs vergewaltigt werde, schreie ich ganz laut: Frohes neues Jahr! Frohes neues Jahr! Und sie laufen weg. Das hast du richtig erkannt. Du schlaue Maus. Was ist denn mit euch los, Mann? Ich kann's euch sagen. Eure Eltern sind auch Geschwister. Ja. Wir kommen zum Wetter. Wir kommen aus Hamburg. Fickt euch. Mimimi, Mimimi. War von deinen, bei deinen ersten Tonträgern auch dieses Identifikationsthema immer schon da? Oder ist es mit der Zeit dazugekommen, wo du so gemerkt hast, du hast das Sprachrohr? Also ich kenne nicht so deinen ganzen Katalog von damals. Ja, ich kenne ihn ehrlich gesagt auch nicht. Genau. Aber es ist auf jeden Fall auch teilweise Thema gewesen. Also mit Sprachtod 2007 haben wir ein Album Alles Negativ genannt. Die Auseinandersetzung war noch viel ignoranter, als sie heutzutage ist. Aber es war trotzdem eine Auseinandersetzung da. Ich habe 2006 einen Song geschrieben, der heißt Angst. Den gibt es, glaube ich, nur auf YouTube. Aber da geht es, glaube ich, also da geht es auch darum, vor der WM in Deutschland auch bestimmte Sachen mit Rassismus, No-Go-Areas, was da zu dem Zeitpunkt irgendwie Diskussion war. Also ich habe mich schon eigentlich immer damit auseinandergesetzt, aber ich denke, zum einen ist die Aufmerksamkeit darauf eine größere geworden, weil jetzt sitze ich in Interviews und diskutiere über H&M oder so. Also diese Plattform hatte ich einfach vorher nicht. Ja. Aber so klar, je älter man wird, desto mehr lernt man sich, glaube ich, einfach zu verstehen. Und manche Sachen kann man dann einfach auch später klarer ausdrücken. Also für mich gilt das so. Ja. Und so ist das auch mit den Wurzeln und so. Das mache ich mehr zum Thema. Oder habe ich auf Regenmacher und BSMG mehr zum Thema gemacht, weil es einfach der Moment war, wo ich wusste, wie ich darüber reden möchte. Aber war schon auch so von den Einflüssen bestimmt Dead Press früher auch. Und also du hast diese Sachen, oder weil für mich war es immer so ein, so viele Jahre bevor ich rauskam, sozusagen diese ganze, weißt du, Übung und also Lehrphase sozusagen und Hip-Hop-Jams spielen, habe ich eben gefühlt immer nur, war jedes Lied ein Referat, ne? So gab es wenig so Flexer und einfach so, weißt du, Style-Lieder oder so. Es war alles so Wertangst vom schwarzen Mann und, weißt du, jedes Lied hatte so ein Thema und... Wie meinst du das, bei dir? Oder? Ja, genau, bei mir, ja, genau, weil ich eben KRS-One, Public Enemy, weißt du, die so die Vorbilder waren, die ich so richtig gefühlt habe und dann irgendwann erst Mitte der 90er, aber als ich schon auf Hip-Hop-Jams war, aber dann kam erst so dieser Einfluss von Big L, Lord Finesse, so dieses Punchline-Rappen und einfach lustige Sprüche bringen, weißt du, den Raum unterhalten und so. Ne? Ey, ich sag ganz ehrlich, ich habe eigentlich immer nur Gangster-Rap gehört. Ich bin mit Gangster-Rap eingekommen, Snoop Dogg und so, es hat sich immer so durchgezogen. Dann ist halt immer mehr so lyrical geworden, so, aber trotzdem war es eigentlich immer die Gangster-Rapper. Apropos Snoop Dogg, rauchst du eigentlich noch? Was meinst du mit Rauchen? Nur generell, so, weil ich mache mal einen Rauchbreak. So. Ja, komm, lass uns mal in das flauschige Klima da draußen. Wo geht's lang? Ich glaube, ich halte 60 Sekunden maximal aus, auf jeden Fall. Na? Alles gut? Ja, geht so. Wieso? Segida in Hamburg. Ja, wart ihr bei der Demo? Wir haben gerade darüber geredet in der Sendung. Ja, waren wir.
echt noch was. Hat keiner gesehen. Hast du schon mal Wintersport gemacht, Megalo? Mhm. Und? Ich kann Skifahren einigermaßen. Mhm. Weil das war auch so ein Moment mal, wo ich gemerkt habe, so dass dieses sich schwarz, also das Schwarzsein oder sich schwarz fühlen in der weißen Welt, wo mich das richtig erwischt hat, weil ich in so einem Skigebiet und mein Sohn und ich waren die einzig dunkelhäutigen Menschen da. Und ich bin dann bei einer Abfahrt auf der Kinderpiste und die Abfahrt war vielleicht 15% Neigung oder so. Ich so aus dem Maul gefallen, dass ich mir meine Schulter ausgekugelt habe. Damn, Dicker. Und dann konnte ich auch echt nicht mehr gehen. Es war so schmerzhaft einfach. Und dann hat mich so ein Typ irgendwie abgeholt. Die meinten so, sie rufen Krankenwagen. Aber da konnte natürlich nicht mitten auf die Piste in den Krankenwagen kommen. Und dann kam so ein Typ mit so einer Liege. Und da musste ich mich da so reinlegen. Und dann wurde das so zugezogen wie so ein Leichensack, weißt du? Und dann hat der mich auf Schiene oder auf dem Snowboard oder wie auch immer so. Oder auf so einem, ich weiß nicht, vielleicht war es auch so ein. Ich hab's zumindest propagiert, Digga. Ja. Ja. Nee, bei einer Hip-Hop-Sendung mit auch Inhalt, den wir vermitteln, auf jeden Fall. Ansage. Ja, Ansage. Also wir hätten zur Demo gehen müssen, statt sie nur zu propagieren. Ja, ich bin mir der Schuld bewusst, aber es gibt ja jede Woche einen Montag, dementsprechend. Aber du musst hin. Du musst hin. Jetzt auf jeden Fall, Digga, sonst bin ich am Arsch. Auf jeden Fall wurde ich dann da abtransportiert und das Ding war eh schon so zugezogen bis hier. Und ich bin so echt parallel zu dem Lift, weißt du? Also alle Leute, die gerade hochgefahren sind, haben so auf mich runtergeschaut. Und es guckte zwar nur mein Gesicht raus und ich habe dann trotzdem aber noch den Reißverschluss zugemacht, weil ich einfach das Gefühl hatte, so, ey, die dürfen jetzt nicht sehen, dass ausgerechnet, weißt du, ein schwarzer Mensch da abtransportiert wird, weil ich das Klischee sonst so hart manifestiere. Ne? Haben die ein bisschen gefilmt auch? Ich, bestimmt, auf jeden Fall. Ich habe aber noch kein Video gesehen, aber es wäre auf jeden Fall ein lustiges Bild. Also falls ihr Footage habt von mir im Leichensack, jetzt ist der Moment. Schickt sie an www.samianpain.com. Ja, Mann. Brauchen das cool. Ja, also mir ist sowas auf jeden Fall noch nicht passiert. Ich war jetzt nicht der allerunreichste, aber. Ja, was heißt? Black Superman Gang. So. Wie kann gar nichts passieren, wenn du hinfällst? Das Eis. Ja, man geht muss kaputt. Ja auch, ne, die Klischees kann man ja auch nicht immer bedienen. Nee. Ich hab schon genug bedient in meinem Leben. Und dann auf der Piste so ein bisschen gute Figur kriegst du gleich Doppelprops. Mhm. So, boah, Alter. Was ist das? Was ist das für ein Wesen? Aber hast du schon in deiner Kindheit gemacht? Ja, oder? Tatsächlich. Okay, ja, genau, deshalb. Weil ich hab's, glaube ich, so mit. Anfang 30 oder so. Ne? Man denkt ja, so Elite-Sportmäßig ist Ding, gar nicht ne? So. Teilweise gibt es wirklich also günstige Möglichkeiten, auch Ski zu fahren und so. Ich hatte Glück, konnte so eine Möglichkeit nutzen. Insofern, ja, privilegiert. In Berlin oder was? Das wäre so geil. Teufelsberg, Digga. Nein, in Österreich. Mhm. Tatsächlich. In der Nähe von Mautandorf. Von Mautandorf, genau. So kleines Dorf. Mhm. Wenn ihr irgendwann mal zuguckt aus der Gegend, ihr kennt mich. Schwarzer Blitz. Ich bin wieder da. Großartig. Geht's euch gut da drin, Hamburg? Okay, ja, ich glaube, wir gehen mal rein. Reicht, oder, langsam? Ja, es ist auf jeden Fall zu kalt hier draußen, um genüsslich zu rauchen. Und wir wurden zu oft beschimpft. Digga, wirklich aggressive Stimmung hier in Hamburg. Hey, guck mal, wer da ist. Mein Mann Benicer von Rebel Comedy in the house. Kennt ihr? Oh, nice. Hey. Dankeschön. Danke, danke. Wow, cool. Hallo, für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Benicer, das ist ein marokkanischer Name. Also meine Eltern kommen aus Marokko. Ich dachte eigentlich immer, ich komme aus Deutschland, aber so einfach ist das nicht. So, mein Alltag zeigt mir immer was anderes. Also wenn du so einen Migrationshintergrund hast, den man erkennt, dann lebst du ein anderes Leben als jetzt Bio-Deutsche. Ne? Wenn ich durch die Gegend renne, mir passieren halt auch andere Sachen. Ich treffe immer noch ältere deutsche Menschen, zum Beispiel, die ganz langsam Deutsch mit mir sprechen. Was soll der Scheiß? Ich antworte dann immer souverän und locker, weil ich denke, okay, die können es nicht wissen. Ne? Das ist Flüchtlingswelle, vielleicht denken die, ich bin gerade angekommen. Ich sage dann so Sachen wie, ja klar, hören Sie mal, ich kann ganz normal Deutsch sprechen, Sie können ganz normal mit mir sprechen. Wenn du so aussiehst wie ich, mach das lieber nicht. Ist nachher schlimmer als vorher. Ja, jetzt wirst du nur noch angeglotzt. Und im Gegensatz zu jetzt Bio-Deutschen zum Beispiel bekommen wir immer noch das Kompliment,
boah, Sie können aber gut Deutsch sprechen. Und die Leute denken, die haben dir gerade ein Kompliment gemacht. Das ist kein Kompliment. Das ist Scheiße in Geschenkpapier. Ja, weil kannst ja nicht zu einem Deutschen sagen, Sie können aber gut Deutsch sprechen. Das weist dich einfach nur darauf hin, dass du ein Kanake bist, der gut Deutsch spricht. So. Also ich hasse das. Für mich ist das überhaupt kein Kompliment. Ich reagiere da immer so ein bisschen allergisch gegen, wenn das Leute zu mir sagen. Ich gebe dann immer ganz freche Antworten. Ich sage dann sowas wie, ja, Sie auch. Ja, oder ich sage sowas wie, klar kann ich gut Deutsch sprechen. Was dachten Sie, wie ich mich anhöre? Dachten Sie, ich spreche mit Untertitel oder was? Klar kann ich gut Deutsch sprechen. Also das ist überhaupt kein Kompliment. Aber es passiert immer noch. Ich habe, wie gesagt, voll die Allergie dagegen. Aber in meinem Alltag ist das immer noch. Ich bin neulich in Dresden aufgetreten. Kennt ihr Dresden? Ja. Hey, Dresden ist Hardcore. Für einen Araber in Dresden aufzutreten. Als ich in Dresden aufgetreten bin, wusste ich, ich habe es geschafft. Ja, man muss das wertschätzen. Als Araber in Dresden aufzutreten, das ist, als ob Mario Barth in Saudi-Arabien auftritt. Mario Barth müsst ihr euch vorstellen, in Saudi-Arabien, vor saudischem Publikum, mit seinen normalen Gags hier. Gänse, 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 Gänse. Hey, saudisches Publikum und er packt aus. So. Hey, ich neulich, ne, mit meiner Freundin im Auto, meine Freundin fährt. Ne, hier, Gänse, 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 die Saudis sagen, ne, kenne ich nicht. Was für Fahren. Ich bin auf jeden Fall in Dresden aufgetreten, war gar nicht so schlimm. Es ist eine schöne Stadt. In Dresden aufgetreten, nach dem Auftritt bin ich nach Hause gefahren. Ich komme aus Neuss, bei Düsseldorf. Ich sitze im ICE und mir gegenüber sitzt so ein älteres Pärchen aus Dresden. Voll das liebe Pärchen. Wir unterhalten uns so über Gott und die Welt. Es ist ein richtig schönes Gespräch. Ich merke aber, die Frau möchte die ganze Zeit was sagen und traut sich nicht. Irgendwann fasst sie ihren Mut zusammen und sagt zu mir, Entschuldigung, ich muss Ihnen das jetzt mal sagen. Ihr Deutsch ist ja einwandfrei. Wie lange leben Sie schon in Deutschland? Und ich war voll abgefuckt, ich so. 2 Tage. Das Ding ist, sie hat es wirklich geglaubt. Sie so, oh mein Gott, wie haben Sie das denn so schnell gelernt? Ich so, auf der Balkanroute haben die so Lexikons verteilt. Ich habe mir direkt eins gepackt. Sie guckt mich an und sagt eiskalt zu mir, das heißt Lexikar. Man merkt, dass es nur 2 Tage sind. Hey. Oh. Oh. Aber es ist krass, Osten ist krass. Jetzt höre ich hier auch jeden Montag, die Leute versammeln sich und es ist diese Islamhetze, das ist das, was mich fertig macht, dass die Leute Angst vor Islam haben. Dresden hat 2 Moslems und die haben Angst vor Islam. So. Was ist da los? Also ich beobachte das schon länger. So. Ich komme aus dem Islam. Für mich ist Islam, macht mir keine Angst oder sowas. Aber ich kann das verstehen. Viele Leute haben Angst vor Islam, die kennen Islam halt nicht. Man hat immer Angst vor Sachen, die man nicht kennt. Was sieht man, wenn man Moslems sieht? Man sieht Mann, so ein Bart. Frau, 10 Meter hinterher, mit so Kopftuch, 6 Aldi-Tüten in der Hand. Ja, der Deutsche denkt sich, die arme, unterdrückte, verhüllte Frau. Die arme, unterdrückte, verhüllte Frau, weil man die Frauen nicht kennt. Wir kennen die Frauen, wir sind mit denen aufgewachsen. Wir wissen, ist nicht arme, unterdrückte, verhüllte Frau. Ist ein Ninja, Alter. Ja, der Mann geht vor, der hat Angst. Die trägt die Tüten, weil die ist stärker einfach. Ja, aber man kann Angst vor dem Islam haben, wenn man den nicht kennt. Aber man muss auch die Kehrseite der Medaille sehen. Guck mal, ich lebe als Moslem in Deutschland. Ich komme aus dem Islam. Christentum hat mir auch Angst gemacht. Ich kannte Christentum nicht. Als ich nach Deutschland gekommen bin, man muss dazu sagen, mein Vater hat mich auf einer katholischen Grundschule angemeldet. Er wusste einfach nicht. Es war die nächste Schule, die da war. Hat mich angemeldet, die Klassenlehrerin fragt mein Vater noch, was sind Sie denn jetzt? Sind Sie evangelisch oder katholik? Mein Vater, ja, der Katholik. Gib mir den Katalog, nimm meinen Sohn. Und ich hatte Angst, weil wir mussten am 2. Tag mit zur Messe. Messe bedeutet Kirche. Und ich war noch nie in der Kirche. Wenn du als Moslem zum ersten Mal in eine Kirche reinkommst, du kriegst Angst. Du hast sowas noch nie gesehen. Ich hatte 2 Ängste. Meine erste Angst war, ist das Haram? Darf ich hier sein? Komme ich dafür in die Hölle? Und meine 2. Angst war einfach die Aufmachung, weil ich das nicht kannte. Ich habe mich umgeguckt, so alles total düster, richtig dunkel gehalten. Ich guck vorne, so ein Typ am Verbluten. Ey, so was passiert hier? Gibt's hier gleich eine Hinrichtung oder was? Ich hatte 2 deutsche Freunde, Tobi und Dennis. Das waren meine besten Freunde während der ganzen Schulzeit. Die haben mich die ganze Zeit beruhigt. Die sagten, ey, Benice, beruhig dich. Das ist Jesus Christus. Ich so, das ist Jesus? Alter, Jesus gibt's bei uns auch. Hatte ich kein besseres Bild gefunden? Ja, warum das? Typ ist über Wasser gegangen. Warum nicht ein cooles Bild so? Warum sowas? Ja, man kann Angst davor haben, aber als ich so Berührungspunkte mit dem Christentum hatte ich auch keine Angst mehr. Aber wie gesagt, meine 2 deutschen Freunde haben mich mein ganzes Leben begleitet. Wir haben gemerkt, kulturell, wir haben Angst vor verschiedenen Sachen. Die meisten meiner deutschen Freunde haben Angst vor anderen Sachen als ich. Haben zum Beispiel Angst vor Werwölfen. Was ist das? Kanaken haben keine Angst vor Werwölfen. Wenn wir Werwolf sehen, denken wir, oh, stabile Behaarung, Alter. Nicht schlecht.
Oder Angst vor Vampiren. Viele meiner deutschen Freunde haben auch Angst vor Vampire. Was ist das denn? Warum Angst vor Vampiren? Was macht ein Vampir? Vampir schläft den ganzen Tag. Wenn die Sonne untergeht, steht er auf und geht was essen. So, bei uns das Ramadan, Alter. Das ist nichts, wovor man Angst haben sollte. Wir haben Angst vor anderen Sachen. Also, weil ihr seid hier coole Deutsche, ich gebe euch einen Tipp. Also, wenn ihr muslimische Freunde habt, ich sage euch, womit ihr denen Angst machen könnt. Wir haben Angst vor böses Auge, Fluch, Geister, Voodoo, sowas. Davor haben wir Angst. Ich hatte mein ganzes Leben lang Angst vor Geistern. Meine zwei Freunde wussten das, Tobi und Dennis. Wir waren in einer Klasse, Abifahrt, Barcelona. Was machen die? Die wissen, ich habe Angst vor Geistern. Die fangen um 12 Uhr nachts an, Geisterbeschwörungen zu machen. So, Geist, wir rufen dich. Greif Benaisa an. Und ich nehme das ernst. Ich so, seid ihr bescheuert oder was? Geister gibt's echt? Man macht keine Scherze mit sowas. Tobi so, mach dich locker, Bruder. Wir rufen Tupac. Hey, ich habe Angst vor Geistern. Die nicht, das sind Deutsche. Deutsche haben keine Angst vor Geistern. Wenn Deutscher einem Geist begegnen würde, wäre einfach nur ein cooles Gespräch. Ja. Ah, hallo, guten Tag. Wie lange sind Sie schon tot? 400 Jahre. Mensch, haben Sie aber gut gehalten, ne? Wie ist das Ableben so? Erzählen Sie mal. Oh, nicht schlecht. Oh, Entschuldigung, ich muss Ihnen das jetzt mal sagen. Ihr Deutsch ist ja einwandfrei. Hey, danke, das war's von mir. Dann setz dich zu uns. Sehr gut, sehr gut. Digga, sehr lustig. Hammer, Alter. Also, für mich die krasseste von allen Kunstformen, wirklich, ne? Ja, Stand-up-Comedy, ja, ist so für mich so einfach ganz oben on top of the food chain, weil jeder andere Performance-Künstler noch irgendwas anderes hat, worauf er zurückfallen kann, weißt du? Selbst wenn ich ohne Band spiele, habe ich da einen DJ, der einen fetten Beat hat, der auch, weißt du, ohne mich ein paar Takte geil klingt, aber genau. Ihr seid eigentlich die einzigen so, ne? Also, ja, du bist als Stand-up-Comedian voll Feedback-abhängig. Ja. So, du hast ohne das Feedback, als Musiker kannst du sagen, scheiß aufs Publikum, die Band ist ja noch da oder der DJ ist noch da, aber der Lohn ist auch größer. Du kriegst ein echtes Lachen. Ja. Also Lachen ist, ist keine Entscheidung, ist Reaktion. Das bedeutet, boah, geil, Kontrolle, die Leute lachen. So. Auf der anderen Seite auch mehr Lohn. So. Ja, Mann, ich habe das das erste Mal, glaube ich, ungefähr zur gleichen Zeit, glaube ich, wo ich Megalo auf den Schirm bekommen habe als Rapper, habe ich die ersten Rebel-Comedy-Sachen gesehen. Das war so Mitte 2000, so 2004, 2005. Und da habt ihr das noch so in kleinen Shisha-Bars und so in NRW lokal gemacht mit teilweise 30, 40 Leuten Publikum. Jetzt spielt ihr mittlerweile hier die großen Arenen, ne? Genau. Also die Zehntausender. Auf, dafür kann man auf jeden Fall mal. Aber auch war schon jetzt ein langer Grind, aber auch schon eine, so, also gab es irgendwo einen krassen Sprung, weil ich habe irgendwie so ein bisschen so das Zwischending verpasst. Ich war so auf, voll, die sind voll cool, machen so witzige Jokes in Shisha-Bars und dann so, oh, die machen hier die Arena voll. So. Genau, als das Rad gerollt ist, so, dann hat man gemerkt, okay, die Entwicklung ist jetzt viel schneller. Ja. Und das erste Rollen so in diesen Shisha-Bars und so, wir haben da selber die Stühle aufgestellt. Ja. So teilweise aus einer Schule geklaut so. Und am nächsten Morgen, damit die Schüler wieder sitzen können, dahin gebracht, so alles wirklich selber gemacht und die ersten 6, 7 Jahre ungefähr war es harte Arbeit. So. Und dann ging langsam... So richtig Idealismus, ne? Weil da gab es bestimmt auch nicht große Gagen oder so. Nee, man hat das nur gemacht mit dem Gedanken, so irgendwann muss es hier eine andere also Comedy-Art auch geben, weil zu der Zeit im Mainstream eigentlich alles entweder so Schenkelklopf-Humor war oder wenn es Sachen auch gab, Leute mit Migrationshintergrund oft so mit diesem selbstdegradierenden, ne? Genau. Es dem Mainstream-Publikum gerecht machen. Genau, Ding, die so. Vorstellung von einem Ausländer, der einen Bayer hat, zum Beispiel, der gar keinen Ausländer kennt. Ja. Das hat man viel gehabt. War ja auch cool, konnte ja auch weiter existieren, diese ganzen Sachen, die im Fernsehen liefen und auch dieses in Verkleidung auf die Bühne kommen, ist ja so ein richtig deutsches Ding. Ja. So, hier kommt jetzt Ausbilder Schmidt oder so. Und das war cool für uns, aber in unserer Kultur war das, wer ist das? Wer ist, wann zieht der mal die Maske aus? Weil bei uns muss man so ein bisschen nah dran sein, damit man über jemanden lachen kann. Und wir haben halt überhaupt gar keine Plattform gefunden, über die wir lachen konnten. Dann haben wir es einfach gemacht, weil wir wollten einfach nur Show haben, zu der wir gehen können und wo wir Spaß dran haben. Nicht, wir hatten gar keine beruflichen Aussichten darauf. Und nachher erst ist das halt so gerollt, dass wir uns entscheiden mussten, okay, machen wir das jetzt oder machen wir es nicht. Und es war aber wirklich thematisch auch seit von Anfang an einfach klar, dass Comedy für euch eine Reflexion
eures Alltags ist und jetzt nicht irgendwie so, okay, also klar kann man nochmal über Beziehungen, aber es war jetzt nicht so wie Mario Barth, sein ganzes Ding basiert nur darauf, auf diese ganze Frauen-Männer-Ding. Bei euch ging es sehr viel immer um Religion, um Kultur. Einer von meinen Lieblingssketches von dir war, wo du erklärst, wie anstrengend es für dich ist, durch deine Nachbarschaft zu gehen, weil jeder eine andere Begrüßung hat, weißt du? Bei manchen muss er einen Kuss, bei manchen zwei küssen, bei manchen Faust mit Chuck, bei manchen mit Schnips. Genau. Und das ist Integration unter Ausländern. Genau. Da kommt der Perser, das ist der Perser, dann ey, bei uns dreimal, bei uns viermal, bei uns fünfmal, bei uns sechsmal mit Schulter, bei uns achtmal. Du kommst nicht mehr klar. Das ist nur unter Ausländern. Da finde ich die Deutschen noch ein bisschen einfacher. So einfach. Genau. Ja. Super. Ja. Ja, finde, eigentlich sollte man sich natürlich so in Zeiten von unglaublich vielen bakteriellen Seuchen einfach das Japanische angewöhnen. Weißt du? Einfach sich gegenseitig Respekt zeigen. Don't touch me. So. Faust kann man machen. Faust finde ich auch auf jeden Fall. Also so in öffentlichen Situationen, auch bei Konzerten und so. Ich bereue einfach echt so gut die Geste manchmal gemeint. Weißt du, jemand will so deine Hand haben und dann, ich bereue es so hart, wenn ich, dann weißt du, diese, ja genau, lieber einfach eine Faust, so, weißt du, denn das muss reichen als Energie. Ich war auch in Thailand, als ich zurückgekommen bin, habe ich gemerkt, boah, ich habe mir das voll angewöhnt, weil da echt alle zwei Meter. Und ich dachte immer, hey, die sind nur nett zu uns Touristen. Mhm. Bis ich gesehen habe, dass zwei Thailänder aneinander vorbeigegangen sind, auch. Ich so, oh krass, die sind immer so. Ja, ist so. Das ist echt so, die neutralste Begrüßung ist sehr nett und trotzdem kein Körperkontakt. Ja. Krass, Mann. Ey, ich finde einfach, eure Art, also und ihr seid ja auch mit dem Mainstream-Erfolg, ist es ja nicht weniger kontrovers oder edgy geworden. Ne? Ihr seid ja auch immer, also auch zum Beispiel diese Coverversion letztes Jahr mit dem Visum-Ding. Da gibt es bestimmt auch schon, genau wie bei uns, wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, nicht jetzt nur positives Feedback. Eure Fanbase wird ja nicht nur aus 100% Leuten mit Migrationshintergrund bestehen, die das alles verstehen, sondern... Genau, wir haben da ja Frauke Petri parodiert. Sie wurde ja von Michael Jackson gejagt. Genau, gestalkt. Und da kann man sich vorstellen, das meiste kam halt auch von deren Fraktion, so an negativen Kommentaren und alles mögliche. Also wirklich die AfD selber? Ja, also sehr viele... die sich halt als Follower, AfDler ausgeben, ne? AfD-Wähler eher, als dass die selber öffentlich haben, die nichts dazu gesagt. Findest du generell, ist Comedy eine gute Form, um Aufklärung zu betreiben? Und es ist bestimmt einerseits so Selbsttherapie, ne? Also ich sehe da voll viele Parallelen, ne? Wie bei uns. So einerseits schreibt man sich irgendwie sein Leid oder seine Gedanken von der Seele. Andererseits kann man irgendwie auch anderen entweder aus der Seele sprechen oder andere Leute, die nicht den Blickwinkel vorher je verstanden haben. Ja, das einmal. Und wie du auch oder du auch auf euren Konzerten wahrscheinlich beobachtet, wie gemischt das Publikum ist. Und bei uns ist dann halt nochmal die Lachen zusammen. Lachen verbindet ja nochmal so extrem. Ja. Weil Lachen ist egal, wo, in welcher Ecke der Welt du hingehst, es ist immer ein Ha-ha-ha. Ja. Es ist nicht, dass irgendjemand mit Klicklauten lacht oder irgendetwas. Nee. Es ist überall gleich. Das ist nicht, man weiß nicht. So Lachen und Weinen, da sind sich die Leute einig. Stimmt. Krass. Noch nie so analytisch drüber. Ich habe großen Respekt. Ich finde es auch die beste Möglichkeit, letztendlich um schwere Themen rüberzubringen. Weil alles andere, die Leute hören, du hast vielleicht eine Meinung, hast vielleicht recht, aber es ist einfach die Art, wenn du ernst über ein ernstes Thema redest, ist es halt auch immer ein bisschen schwer. Und so eigentlich ist es die perfekte Art und Weise, die Leute zu teachen. Wobei man eben auch merkt, also ich war eben immer schon ein krasser Fan von dieser ganzen schwarzen Ami-Stand-Up-Comedy. Und deshalb wollte ich dir, ich habe nämlich im Keller hier gerade was gefunden, deshalb schenke ich dir noch eine alte VHS-Kassette von Steve Harvey. Steve Harvey, okay. Und danke, danke. Kannst du überhaupt abspielen? Kannst du überhaupt abspielen? Ja, musst du. Überhaupt noch ein Gerät. Musst du noch VHS? Eine fürs Regal auf jeden Fall. Ja, war cool. Steve Harvey. Und deshalb war das immer so meine Messlatte, die ich dann in Deutschland noch nie, die nie befriedigt wurde. So, weißt du? Und ihr wart so die Ersten, die so angefangen haben, so diesen, weißt du, so Real Talk einfach zu machen und irgendwie so... das ist witzig und unterhaltsam. Also genau wie du es gesagt hast. Ich finde es einfach echt so die Hammer, wie ihr es macht und dass ihr es macht. Und, Props. Ja. Danke sehr. Danke, richtig, danke. Richtig stark. Hört man gerne. Danke. Oh, auf jeden Fall. Seid ihr auf Tour? Gibt es irgendwas zu promoten aktuelles? Ja, wir haben jetzt unsere Tour abgeschlossen und 2018 heißt es Solo-Touren von allen Künstlern bei uns. Wir sind ja so Wu-Tang Clan-mäßig. Ja, genau. Acht Leute. Ja. Und dieses Jahr ist jeder Solo unterwegs. Henny Siam bald hier, Puh war gerade hier. Ich bin Ende des Jahres, Oktober, mit meinem zweiten Solo hier in Hamburg auch. Cool, sag Bescheid auf jeden Fall. Ja, mach ich auf jeden Fall.
kommen, um zu lachen. Cool. Noch einen riesen Applaus für Ben. Danke, Meister. Danke euch. Danke. So, ich muss einmal noch ganz kurz, bevor wir hier deine BSMG Brothers raufholen und die Runde noch mal ein bisschen erweitern, auf das eingehen, was da gerade vor der Tür passiert ist. Ne? Das ist nämlich was, was sehr, sehr krass typisch ist, ist dieses Anti-Ding, weißt du? So, dass Leute einfach so, also habt ihr es ja gerade mitbekommen? So, die Leute haben mich quasi beleidigt, weil ich nicht auf dieser Demo war. Ich konnte mir natürlich in dem Moment guten Gewissens sagen, ich hatte sie gerade 3 Minuten vorher promoted. Andererseits geht es gar nicht darum, weißt du? So, es geht darum, dass jeder für sich seine Plattform hat, im Idealfall, um irgendwas Gutes in der Welt zu bewegen. So. Und ich mache meine Sachen über meine Texte, ich promote Sachen in dieser Sendung. Ich habe einen Verein, mit dem wir Workshops an Schulen geben. Und ich werde vielleicht trotzdem mal zu einer von diesen Montagsdemos kommen. Und ich würde nie jemanden beschimpfen, ja, Mann, der nicht zu einer von diesen Montagsdemos geht. Und das ist der Punkt. Ja, immer noch freie Entscheidung. Aber jetzt. Jetzt bringen wir deine Brothers rein. Guck mal, wir haben hier die GoPro. Du kannst sie ansagen, in der Kamera. Sie sind jetzt hier, wir sind zu dritt. BSMG, wie Voltron, macht mal Lärm für das Album des Jahres 2017. Gerdie Stallion, Musa, Megalo, BSMG. Lang lebe Afrika. Yes. Na? Ja, Mann. Hallo, alles gut, hallo. Bei euch? Alles super. Cool, cool, cool. Ja, alles super. So, jetzt erzählt mal, was der Flash war. Wir haben ja letztes Jahr, habt ihr mir ein paar Sachen vorgespielt, auf Tour. War das letztes Jahr mit Beginner? Oder vorletztes Jahr? Bei der Beginner-Tour, glaube ich. War das vorletztes Jahr schon? Ich habe die, glaube ich, schon länger, auch bei Max schon. Ja, genau. Die Idee gibt es ja schon länger, 2014. Genau. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, aber korrigiere mich, dass am Anfang, als sie mir das erste Mal erzählt hat, so ein bisschen ich so das Gefühl hatte, ihr wollt so ein Brothers Keeper-eskes, nicht jetzt Sound oder weißt du, mit der gleichen Message oder so, aber dass noch mehr Leute mit inbegriffen sind, weißt du? Dass sie so ein bisschen. War das ja. So oder bilde ich mich so ein? Weil ja, ich mich ja auch mal gefragt und. Es war ein bisschen irreführend kommuniziert, ja. So. Also den Begriff Black Superman Gang oder halt dieses BSMG, den gibt es auch länger, als es das Album und die Konstellation gibt. Die Idee war schon immer, einen Zusammenschluss zu finden, aber letztendlich ist es einfach der kleine Kreis, in dem wir immer zusammengesessen haben, Musik gemacht haben, die Regenmacherplatte auch gemacht haben und das ist einfach natürlich so gewachsen. Also es war jetzt nicht, dass wir gesagt haben, es muss so oder so sein. Was ist das für eine Musik? Reden wir über ernste Sachen. Was ist das, Vito? Aber passt eigentlich. Ist das die Meditation? Vielleicht braucht man genau wieder, das. Digga, ist vielleicht auch, wie so meditiert jetzt, seitdem Curse hier wart? Hier war, ja. Und es tut gut. Okay. Man muss es so machen einfach. Man muss es so machen. Das ist, Leute, es ist ein ernstes Album, aber ja. Es ist auch leicht auf seine Art. Zieht's euch rein. Es ist gut. Es ist sehr gut. Und also war ganz klar, ihr seid die Konstellation. So, wie lange kennt ihr beide euch schon? Und was so die History? Seit 2000 oder sowas. Ja. Und ja, letztendlich haben wir immer irgendwie gefreestylt zusammen und Musik gemacht. Auch mit Stallion, als er dann angefangen hat, Beats zu machen und so. Er hat nicht gefreestylt, obwohl er auch könnte eigentlich. Und, und ja, also es war logisch, dass wir letztendlich irgendwie versuchen, auch mehr Mucke miteinander zu machen. Und das Thema, das ist so, also die Thematik haben wir auch so jetzt, also unabhängig von der Musik, einfach sprechen wir oft über solche Sachen. Ne? Ja, wir sprechen auch nicht so oft über solche Sachen, aber nein, weil das hört sich immer so, man muss wirklich aufpassen bei diesen Themen. Die Leute denken immer, ich habe auch in Comments gesehen, ja, Megalo, Digga, nur noch über Rassismus und so reden. Es geht ja nicht darum so, sondern einfach, das ist ein Teil von uns, diese Wurzeln und das ist auch eine Kraft, so, man muss von der positiven Seite sehen. Wie ich jetzt den Film Black Panther gefeiert habe, einfach, dass es ihn gibt, so, Digga, was es mir gibt für ein Gefühl. Und genau das wollen wir letztendlich mit dieser Musik auch machen. Musa hat schon seit 2013 so immer wieder auch Texte und Sachen gemacht, die voll in diese Richtung gingen. So, er war auf jeden Fall sehr früh auf diesem Film, das auf eine Art zu verbalisieren, wo man halt dahinter stehen kann, was nicht zu ignorant ist, aber jetzt auch nicht so zu Preacher-mäßig und zu harmlos erzählt, sondern schon mit einem gewissen Druck und einer Militanz und so, und Unforgivingness quasi. Und
Ja, letztendlich war das alles ein Prozess, aber ich bin so glücklich darüber, dass wir das geschafft haben, das endlich zu machen, weil es auch einfach ein Stück von einem selbst ist, was einfach raus musste, so, dass man sich jetzt auch besser damit auseinander, mit sich selbst besser auseinandersetzen kann. Und ich weiß auf jeden Fall jetzt schon, auch durch Reaktionen, die ich bekommen habe, dass selbst wenn das jetzt nicht vielleicht so viele Leute feiern, wie sie jetzt ein Soloalbum gefeiert haben, weil es ihnen einfach von der Thematik zu weit weg ist oder so, gibt es auf jeden Fall total viele Leute, für die das diesen Black Panther-Effekt hat, so, für die das so ist, ey, danke, dass ihr bestimmte Sachen einfach sagt. Das war so wichtig für mich, weil ich habe selber daran gezweifelt, ob ich das jetzt irgendwie, ob das nur so ein Hirngespinst ist oder was das alles damit auf sich hat, so einfach sozusagen schwarz in dieser Welt zu sein oder in einer Mehrheitsgesellschaft weiß zu sein. Wie gesagt, es geht dabei nicht um Jammern, es geht einfach nur darum, so ein Stück weiter zu sich selbst zu finden und das irgendwie mit Selbstvertrauen machen zu können. Ja, Hammer. Und ich finde auch, es geht darum, einfach die Sache normal zu machen. Es ist halt hier so, dass es dann so besonders wirkt, okay, ich spreche jetzt über diesen schwarzen Kontext, so, weißt du, für viele Leute ist es fremd, aber für mich als schwarzen Deutschen ist es normal. Deswegen meine ich, wir reden nicht nur über Rassismus, sondern wir reden einfach ganz normal über dein Leben. Ja, klar. Aber ihr habt auch das Gefühl, dass es immer noch also eine spezielle Art ist, wie Leute mit dem Rassismus Schwarzen gegenüber umgehen, ne? Auf jeden Fall. Also es ist nicht einfach, es gibt nicht einfach nur Rassismus, sondern es gibt irgendwie... Das ist nochmal separat irgendwie davon, so irgendwie ein bisschen gesondert zu sehen. Auf jeden also Fall. Ich glaube, wir haben auf der einen Seite von den Rassismus-Opfern auf der Skala wahrscheinlich die meisten positiven Rassismus, ne? So, ey, du kannst doch bestimmt toll singen und toll tanzen und bist super schnell und kannst hochspringen. Und dann auf der anderen Seite, glaube ich, fast am meisten dieses Ding, dass man uns aberkennen will, wenn wir, weißt du, wenn man sich über irgendwas beschwert, ne? So? Ja. Also ich habe das einfach so oft gehabt und dann von auch letztes Mal mit Curse drüber geredet, der hat auch was sehr, sehr Cooles gesagt, weil es ja oft einfach darum geht, jemand sagt irgendwas oder wie diese H&M-Kampagne jetzt, irgendwas passiert in der Öffentlichkeit, Leute beziehen dazu Stellung, sagen, das ist nicht richtig, was diese große Company da macht und du musstest dich dann ja gefühlt, also ich habe dann echt auf Insta gesehen, so, du hast Leuten wirklich geantwortet und ja, aber mein dann Ding noch nächsten Tag oder zwei Tage später nochmal gepostet, so ey, ich hab mit der wollte nur das und das mit dem Post auslösen und ich bin auf jeden Fall auf bestimmte, also weil es ja mein Forum letztendlich, meine Instagram-Seite ist mein Forum generell. Auf Facebook mache ich es zum Beispiel nicht, da sind viel zu viele Leute unterwegs, mir viel zu anstrengend. Aber Instagram, es war auch dann so ein gewisser Ehrgeiz, weil letztendlich habe ich mich ja gar nicht zu der H&M-Sache an sich geäußert, sondern ich habe mich dazu geäußert, dass die Leute einfach unbedingt klar machen wollen, dass das jetzt kein Rassismus ist und die Leute, die das rassistisch sehen, dass die jetzt die eigentlichen Rassisten sind. Das hat mich einfach so stutzig gemacht, dass ich denke, woher kommt diese Motivation, das jetzt unbedingt den Leuten, die sich dadurch betroffen fühlen, aberkennen zu wollen. So, warum? So, lass sie doch fühlen, was sie wollen, halt deinen Mund und das Leben geht direkt weiter so. Aber das konnte ich einfach nicht so sitzen lassen. Und das ist, was er auch meint, mit Rassismus wird dann irgendwie anders betrachtet. Weil es wird immer so dem Motto, ja, komm mal runter, es gibt ja richtige Probleme und richtigen Rassismus auf der Welt. Und das sind doch kleine Fische. Ja, mag sein. Na und so am Ende des Tages? Ja, es ist schwer, immer diese Vergleiche zu finden. Ne? Ich hatte so Diskussionen mit meiner Geschichtslehrerin früher, weil in den Geschichtsbüchern in den 80ern eben noch Neger drin stand, oder auch in den 90ern, glaube ich, noch. Ne? Und ich einfach gesagt habe, ey, es geht nicht, dass das hier so unterrichtet wird. Und selbst wenn es da steht, dann verbieten sie das, dass wir das so lesen. Und das ist so. Und sie wollte es einfach nicht anerkennen, dass das jetzt eine Befindlichkeit ist. Mhm. Aber andererseits uns immer wieder eintrichtern, weißt du, Zweiter Weltkrieg. Und also, ja, weißt voll. Du, so, denn so, der Holocaust hat so den Status, so, okay, das ist tragisch, aber alles andere ist eben nicht tragisch. Und das fand ich immer schlimm, dass es so eine Abgrenzung gibt. Weil, weißt du, ich glaube, es rührt auch daher, weil einfach der Umgang sozusagen mit der Schuld durch verlorene Weltkriege, dass das einfach so dermaßen wiegt für viele und für sie so fundamental und boah, Alter, diese ganze Schuld und so, dass dann andere Sachen gar keinen Platz mehr haben. Mhm. Und man dann so ist, ja, du dich auch noch, wir haben schon genug Schuld zu tragen, jetzt kommen wir nicht noch, wir sind nämlich schuld an dem, was den Schwarzen passiert ist. So. Mhm. Schon genug, wofür wir schuld sind. Habt ihr Black Panther geguckt? Ja. Natürlich. Ja. Und, also klar, abgesehen davon, dass wir alle ewig auf so einen Film gewartet haben, wie habt ihr euch im Kino gefühlt mit trotzdem wahrscheinlich 80% weißen Leuten um euch? Ich war mit meinem Bruder der Einzige, der ein bisschen dunkler war im Kino. Ja, ey, eigentlich, es war mir, also ich fand es cool, so den ganzen Support, dass die Leute den Film gucken wollen. Ich hätte es natürlich auch cool gefunden in dem Moment, wenn einfach so ein paar Brothers und Sisters da gewesen wären, die einfach, wo man weiß, ey, die fühlen das, was ich jetzt in diesem Moment fühle. Also einfach die Genugtuung, so dass man sagen kann, ey, endlich kommt so ein Film, der halt cool gemacht ist, ein Superheldenfilm, ist für alle so und du siehst halt hauptsächlich einfach schwarze Menschen, die genauso die Rollen spielen können. So. Es geht nicht darum, so, dass es irgendwie
weißt du, diese ganzen Klischee-Rollen, natürlich gab es auch schon Schauspieler jetzt wie Denzel Washington. Wir haben alle, wir haben eine Entwicklung mitgemacht. So. Es ist jetzt nicht alles wie in den 60ern oder keine Ahnung so. Aber trotzdem, dass man einfach sagen muss, das ist der erste Film so. Und dann denke ich auch, sollen die Leute sich entspannen, sagen, der Hype ist mir zu anstrengend, Digga, der Hype, Hype ist real einfach. Ja, klar, weil es einfach das wirklich... Das ist die Steroide, direkte Pack. Also nicht, dass ich mich auskenne damit, aber so das Gefühl. Na, ernsthaft jetzt, ey. Nee. Ich saß im Kino, ich so, die Zähne, Digga. Ihr wisst nicht, ohne Scheiß. Ja, ihr wisst nicht. Ich habe mich kurz auch ertappt, wo ich so gedacht habe, aber fühlen sich jetzt die ganzen anderen Leute unterrepräsentiert, die hier sind, weißt du? Ich habe kurz so wahrscheinlich total unnötigen Gedanken daran verschwendet, so, aber okay, jetzt haben wir unseren eigenen Film, aber... Fühlen die sich jetzt schlecht deshalb? Warum denn? Letztendlich sind auch nur, das sind auch nur Menschen auf der Leinwand, die erzählen eine Geschichte so. Die kann vielleicht jetzt nicht in der gleichen Kultur so übersetzt werden, aber es ist an sich eine gleiche Science-Fiction, was auch immer, ja, Fantasy-Geschichte. Das soll ja eigentlich wie sie auch alles sein. So. Ja. Effekt, weißt du, wäre es halt cool, wenn man ausgeschlossen nicht mehr diskutiert, genau. Dass es einfach so ist. So. Bei ja, Superman haben wir jetzt auch nicht hingesetzt und gesagt, so ja, da sind zu wenig Schwarze jetzt im Ding, sondern wir haben es halt einfach geguckt. Ja. So, und das wäre halt cool, wenn es einfach eine gewisse Normalität bekommt, auch in der Musik, wenn dann irgendwie... Leute halt irgendwie mit, sag ich mal, dunkelhäutigen oder afrikanischstämmigen Leuten im Video sind, dass es halt nicht immer quasi dieses Thema ist, so was zum Beispiel in Frankreich oder England irgendwie total normal ist. So, ne? Ja, klar, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe ja zum Beispiel auch vorhin diese ganzen Filme gefunden und da musste ich mir eben... Ja, klar, das ist auf jeden Fall natürlich eh ein Klassiker. Das ist ja auch nicht so ein richtiger... Ja, doch, ist auch ein Movie. Das stimmt, das ist eigentlich so. Aber ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was ist eigentlich ein Black Movie? Jetzt ist Black Panther ein Black Movie, ne, weil das so der Hauptinhalt und es geht um afrikanisches Land, was nicht wirklich geht und einen schwarzen Superheld. Aber oftmals ist Black Movie eigentlich auch fast schon ein bisschen so wie so ein Qualitätsstatement. Ne, so. Also, weil... Also manche Sachen nicht, eben so die großen Sachen, so Eddie Murphy und Denzel und so. Aber ich habe irgendwann mit mir zum Beispiel so eine Cat Williams-Komödie gekauft. So ein Internet-Dating hieß der Film oder so. Und wenn er weiter von der Kamera weg war, dann hat man ihn auch leiser gehört. Also manche, weißt du, manchmal ist das auch so krass. So. Und dieses Labeling dann immer, ne? Das ist jetzt ein schwarzer Film. So. Was macht ein schwarzer Film schwarz? Ne? Ja. Worauf wollte ich hinaus? BSMG. Wie geht's weiter? Ihr habt getourt? Genau, BSMG ist auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen am Start. Also ich persönlich finde einfach, das ist ein super wichtiges und super geiles Album, wo man noch ein bisschen mehr zeigen kann. Es hat sehr viele Facetten und da kommen jetzt noch ein paar Videos. Dann haben wir uns noch was Spezielles überlegt, dass wir so eine Re-Edition machen, wo jeder Song, oder na, wir arbeiten dran, aber auf jeden Fall im Idealfall jeder Song ein Feature kriegt aus der Black Community, Black Hip-Hop Community in Deutschland, so dass man einfach auch einfach nur um zu zeigen, wie viele es sind, die wirklich sehr viel Talent haben und sich und auch ihr eigenes Ding schon am Machen sind und so, die Klickzahlen, aber viele kriegen es nicht mit, so es gab immer so eine Welle, keine Ahnung, ja. Türken, aber so und es gibt einfach mittlerweile sehr viele dunkelhäutige Rapper in Deutschland, die wirklich gut am Start sind, gute Sachen machen, super in die Zeit passen und das wollten wir einfach noch ein bisschen, dafür steht ja dieses Movement, Brüder schaffen mehr gemeinsam, Brüder, Schwestern mehr Gemeinschaft, das nochmal unterstreichen. Und? Aber das schließt auch niemanden aus. Also vielleicht machen wir auch ein White-Album, wo wir... White Edition. White oder ein Wild? White Edition hinterher. Wenn es jetzt zu schwarz ist, dann vielleicht so, wo wir andere Leute featuren, die auch was zu sagen haben zum Thema. Und arbeitest du am Solo-Album schon? Im Kopf, ja. Ist noch nicht so viel passiert bis jetzt. Und du, was machst du? Pressure, er macht mir Druck. Macht ja, ich mache mir auf jeden Fall Druck. Ja, ich versuche so produktiv wie möglich zu sein und diverse Projekte auf jeden Fall am Start. Aber ja, ich mache ihm Druck auf jeden Fall. Ja, aber Live MCs ist auch ein Projekt. Da sind wir mit Chefcat, Chefcat Lamevu. Das haben wir 2013 ja eigentlich schon angekündigt, dass da mal was kommen wird. Ja. So, mittlerweile. Mich auch mal für ein Feature damals angefragt. Oder? Ja. Das kam nicht raus, weil du dein Part, glaube ich. So war die Geschichte. Das kann sein. Okay, und bei dir, Musa, was in der Pipeline? Ich arbeite auch gerade an einem eigenen Projekt, auf jeden Fall, das ich probiere, Ende des Jahres irgendwie rauszubringen. Alles produziert von Stallion. Berliner Negritude, die Sozialisierung quasi eher als die Aufarbeitung der schwarzen Geschichte. Also mehr so meine Deine Geschichte Sozialisierung in Berlin, genau. In Berlin. Ja, checkt ihn unbedingt aus auf jeden Fall. Musa, super talentierter Rapper. Hast du ihn released schon vor BSMG? Weil ich habe dich in dem Kontext das erste Mal. Nein, gar nicht. Also auf Regenmacher ist er drauf. Auf Draftpick. Mixtape. Auf das Oyo-Ding, ne? Oyo, irgendwo hin, genau. Das ist der. Und eigentlich ganz früher schon mein so erstes Underground-Mixtape. Ja, 2004. Okay, hast die Zeit echt gelassen, wissen, aber jetzt kommst du da mal raus mit was eigentlich. Ja.
Okay, Mann. Genau. Ja, cool. Viel Glück dabei. Ich wollte noch ganz kurz, habt ihr diesen, es gab so ein, zu diesem Black Panther-Thema eine so eine Sache, so, was auf Instagram war, so ein kleiner Junge und der war halb schwarz und war komplett am Boden zerstört, dass er nicht schwarz ist. Nachdem er den Film gesehen hat. Ja, ich weiß nicht genau, wie ihr den finden könnt, aber versucht das mal unbedingt zu checken, weil das hat das Thema so geil auf den Punkt gebracht. Und seine Mutter versucht ihn zu beruhigen und sagt so, nein, nein, Schatz, aber du bist ja halb, was ich bin und halb, was Papa ist. Das heißt, du bist halb schwarz und halb weiß oder halb Latino und halb schwarz oder so. Und er so, yeah, but how much percent? Und sie so, ja, 50%. Und er so, vollkommen. Also das kann ich auf jeden Fall schwerstens empfehlen. So dieser Film löst Emotionen aus, genau wie euer Projekt auf jeden Fall. Das ist gut, dass ihr das macht. Wollt ihr ein bisschen was gleich rappen? Gerne, wenn wir die Möglichkeit bekommen. Vorher musst du allerdings noch dich einer krassen Challenge stellen. Und zwar, der gute DJ Vito hat ja hier sein Battle am Laufen. Er ist der Reigning Champion, dreimal umgeschlagen schon gegen Rap-Größen hier. Soll ich da jetzt hin? Genau. Du musst da jetzt Platz nehmen und Vito hat auch noch natürlich eine geile Story am Start aus der NBA wahrscheinlich. Ja, diesmal geht es um Spitznamen. Und zwar gibt es gerade einen jungen Herrn, der spielt bei den Milwaukee Bucks und ist da gerade der Newcomer des Jahres, könnte man schon so sagen. Der junge Herr hat in seinem Nachnamen 12 Buchstaben. So, es ist ein wenig schwierig, das auszusprechen. Dafür brauche ich wieder bitte den Bildschirm. Und das Lustige ist, dass in China, da wird sehr viel NBA geguckt. Ich glaube, das ist echt das zweite Land, wo am meisten NBA geguckt wird. Und die Moderatoren da haben sich einfach so ein bisschen geweigert, diesen Namen auszusprechen, weil es so viele Buchstaben sind. Und haben den Typen einfach, ohne ihn zu fragen oder irgendwas, ihn einfach Letterman genannt. Also Buchstabenmann. Zu viele Buchstaben. Zu viele Buchstaben. Geil. Straight up. Also bei jedem. Und wirklich, in China wird wirklich sehr viel Basketball geguckt. Ne? Also einfach nicht bei seinen gebürtigen Namen. Und der zweite ist ein junger Herr, der heißt Nick Young und ist zufälligerweise auch noch mit dieser Isaiah Banks verheiratet, diese Rapperin. Ja. Und der spielt bei den Golden State Warriors und wo der seinen Vertrag unterschrieben hat, kriegst du ein Formular für alle Reporter und für alle Stadionansager und so weiter und so fort, wo du alles eintragen musst, wie du heißt, wie groß du bist, bla 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 bla. Der junge Herr heißt Nick Young. Er hat als Vorname angegeben Swaggy und als Nachnamen P. Also nennen ihn jetzt alle Swaggy P. Okay. Und zieht durch. Und das Krasse ist, das hat sich etabliert und wirklich die Reporter und alle nennen ihn Swaggy P. Geil. Anstatt Nick Young. So muss man machen, Nicker. Ja. Auf jeden Fall anständig. Hey, hey! So. So, was geht jetzt? Haben wir jetzt wieder deshalb, den Trailer am Start? Ja. Ich schicke erstmal meinen Trailer. Guckt euch das an, wie schön ich aussehe. Warum ist das so leise? Das ist so ein fetter Beat. Musst du das da lauter machen? So, Megalo, ich wünsche dir viel Glück, ey. Hol dir bloß keinen Kopf von Vito. Da wird kein Glück helfen. So. Du hast hier richtig Fastfood ausgesucht mit mir, ne? Ich kann gar nichts. Ich kann, was? Mit dem Team Blöfen, mit dem Schießen. So, das ist nicht mein Bild. Ah. Womit faulig? Womit? Viereck. Womit faulig? Oh, faul und schießen. Faul und schießen, genau. Wenn ich den Ball hab. So, genau. Deshalb geht's halt direkt los. Ich bin, nochmal zurückzukommen. Nochmal zurückzukommen, ne? Hier, also das ist der junge Herr. Da steht sein Name. Also Antetokounmpo. So, das ist. Wir müssen mal tauschen, bro. Geht zum anderen rüber. Oh, okay. Und Mega ist natürlich Swaggy P. Digga, aber da steht Young. Irgendwie stimmt es nicht. Genau, also wie gesagt, sein richtiger Nachname ist Nick Young. Und er hat aber bei den Reportern, also auf seinem Trikot steht auch Young, aber die Reporter sagen einfach, Swaggy P ist in der Haus. Swaggy P? So, steht 1-1. Oh. Sag ja immer so, hab ich dich gefoult? Du hast mich gefoult. Ja, zeig mal ein bisschen Respekt jetzt. Ja, es geht gar nicht.
Oh, ah, ah. Was? Wo springe ich denn? Mit Viereck, Bro. Welche? Viereck? Mit dem mache ich alles. Mit dem schießt du? Hast du Block? Achso, nee, mit Dreieck. Du bist blocken, okay. So, man sieht es, er hat totale Erfahrung mit dieser Playstation. Digga, das finde ich super. Ich war schon immer ein Zocker. Aber es ist nicht schlecht, also steht 2-2, deshalb erstmal ein Applaus dafür, dass er es nie gespielt hat. Jetzt räumst du auf mit mir. Und jetzt aber ein Applaus für mich, weil ich gerade hässlich gestopft habe. Digga, in my face. So, mein Freund. Okay, Digga, ich muss nicht die Faxen dick jetzt. Oh. Ah, schade. So sieht's auch im echten Leben aus, Digga. Echt? Also ich weiß nicht, wie ging keine Skills, keine. Gar keine. Oha. Oh. Digga, also Gesicht, ich bin on fire. Warum? Warum, Digga, warum? Deshalb will ich Sprechchöre bitte, wie er heißt. Na? Ja, das schafft keiner. Tschüss. Oh. Komm. Digga, aber er ist nicht wirklich warm, oder? Er bewegt sich langsam. Ja, man weiß es nicht so genau. Also noch 2 Punkte, dann habe ich gewonnen. Okay, okay. Ihr seht ja, wie viel er... Oh. Digga, so wack. Wo ist er? Wo ist er? Hier bin ich. Komm. Kurz Pause gemacht. Kurz Sportzigarette. Da ist er wieder. Er ist jetzt aufgepumpt, Digga. Gedopt. Ja? Okay. Digga, er spielt jetzt für Rüstung. Katsching! Du hast keinen Respekt. Okay. Du hast einfach keinen Respekt. Ich habe gar keinen Respekt. Ich bin hässlich, Digga. Das geht nicht. So. Wo sind die Dreierqualität? Komm jetzt. Ja, komm. Und? Komm. Oh, aber ich habe keinen Rebound geholt. Schlecht. Oh, nochmal. Schieß. Tu es. Vier. Digga, hör auf jetzt. Digga. Okay. Alles klar, letzter Punkt, komm. Ein bisschen dribbeln. Mach jetzt. Soll ich ihn? Die Peinlichkeit. Oh! Oh! Digga, was? Das war ganz klar kein Foul, Digga. Stil oder nicht? Ah! Man weiß es nicht genau. Okay, letzter Punkt. Ciao. Hey. Ja, Digga, null Skills. Vito ist der reigning Champion immer Digga. Noch. Megalobatin. Das war nicht schwer gegen mich, das war nicht schwer, Digga. Ach. Das ist auf jeden Fall Digga, richtig Paul. Gestopft. Pause. Ja. Was ist jetzt hier? So, jetzt könnt ihr rappen und ich sage euch an, hier durch meine Kamera, soll ich in das Mic hier sprechen? Bei der Ansage? Digga, Alter, psychologisch auf jeden Fall nicht gut. Vom Auftritt muss man Stimmt. Soll jemand noch vorher auftreten jetzt? Nee, das ist schon cool. Ich gebe euch eine gloriose Ansage hier in die GoPro-Cam. Is it on? Alles klar, okay, meine Damen und Herren, Sie sind jetzt hier im gefundenen Fressen live auf der YoSap-TV-Rap-Showbühne BSMG. Ich rede von Megalo, Musa, Ghanaian Stallion, also check das aus. Ja, Hamburg City, was geht? Ja. BSMG ist im Haus, Ghanaian Stallion, Musa, Megalo. Okay. Habt ihr ein bisschen Bock auf Hip-Hop, Rap-Musik? Wenn ihr Bock habt auf Rap-Musik, dann ich brauche ein bisschen Motivation. Rechte Fäuste in die Luft. Das ist der Move für heute Abend. Jede rechte Faust hier im Raum muss hochgehen. Ansonsten spielen wir nicht. Wenn schon keine Gage, dann wenigstens alle rechten Fäuste hoch. Nein, Dicker. Wir machen das für Afrika. Platz an der Sonne ist das Album. Lang lebe Afrika, der Song. Bald gibt's ein Video dazu. Die Wartezeit dauert nicht mehr lange. Je mehr rechte Fäuste hochgehen in die Luft, desto schneller geht es. Alle rechten Fäuste hoch. Hamburg City, was da los? Bekennt euch zu dem Movement. Jetzt, get down or lay down. Alle rechten Fäuste. Seid ihr bereit? Ja. Lang lebe Afrika. Lang lebe Afrika. Wir überleben nur, wenn wir stark sind. Lang lebe Afrika. Lang, 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 lang. Lang lebe Afrika. 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 Wir überleben nur, wenn wir stark sind. Lang lebe Afrika. Lang lebe Afrika. Lang lebe Afrika.
Mama Afrika, meine Erde. Yeah, yeah. Dein Sohn so weit weg, aber nicht mehr verloren, seitdem er zu dir heimgekehrt ist. Wurde wiedergeboren. Das Leben gibt Schmerz für immer. Für immer. Regen rückwärts für immer. Für immer. Und trotz Rückschlägen, dem Ziel meines Weges steht sein Stück näher für immer. Das hier ist kein Mamujambo. Wir ziehen davon so wie ein Labujambo. Was ist ein Hassen? Mich hat mich bewaffnet und das ist die Antwort für Amadou Diallo. Fito Masankara, Hatsuge Masakwa, hat an einer Aka Hakuna Matata. Täterprofi, Negermusik, Fehlerkuti, dicke Haut, Lederbusen. Freie Wahl, wir wollen freie Wahl. Eingetragen mit dem eigenen Namen. Freien Markt für unsere eigenen Waren und mit globalen Großkonzernen keiner Bar. Wir regieren Alan Johnson City. Geht kein Kopf, mein Name ist Boris Deary. Werd militant so wie Winnie Mandela. Mach schon Mama Afrika, Mini Makeba. Brauchen kein Epa, sie sagen es gut für uns, glaub ihnen kein Meter. Spielen wir nicht mit, werden Zölle verhängt. Ich hoffe, ihr kommt in die Hölle und brennt. Ein guter Bruder führt sein Bruder zu einer Tür. Statt ein Bookcamp nun dafür, der Bookcamp nun dafür wie Toussaint Louverture. Afrika, hey, lang lebe Afrika. Lang lebe Afrika, überleben nur, wenn wir stark sind. Lang lebe Afrika. Hamburg, komm, lang lebe Afrika. 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 Wir überleben nur, wenn wir stark sind. Lang lebe Afrika. Lang lebe Afrika. Lang lebe Afrika. Papa sagt, lang lebe Afrika. Gib kein Mitleid, ich sei nichts ab morgen. Mama sagt, lang lebe Afrika. Ist dein Schicksal richtig, dein Blick nach vorne, Sierra Leone. Wir brauchen Partizipation. Yeah, yeah. Lass die lernen wie die Nation hier aus der Nazi-Diktatur. Gehen die forschen, gib die portionieren. Wir haben riesige Familien hier. Wir haben diese Vitamine hier. Thank God, it's the same God. Keiner meiner Leute brainwashed. Bang, bang, peer, peer, Kamikaze. Sang the peer, dieser Lavisa. In den Gen, wir sind indigen hier. Wir nennen ihre Bibel Plagiat. Wir sind geboren mit einer Dorfprobe. Wir sind gestorben mit der Hoffnung. Mama Afrika, man wird sich je verstehen. Wir sind zu Ende für die BRD. Ich ignoriere und geh meinen Weg hier. Nikotin und THC. Hör nicht auf, man darf nicht durchdrehen. Ich schwör, ich glaub, ich brauch was, was mich ruhig stellt. Stunde null, lang lebe Afrika. Nur mit Liebe und Geduld, lang lebe Afrika. Solange die Welt sich dreht, bloß nicht mehr aufgeben. Solange die Welt sich dreht, sind wir gefallen, mussten wieder aufstehen. Afrika, lang lebe Afrika. Lang lebe Afrika, Hamburg, wir überleben nur, wenn wir stark sind. Lang lebe Afrika, komm, alle. Lang, 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 lang lebe Afrika. Lang lebe Afrika, lang lebe Afrika. Lang lebe Afrika, lang lebe Afrika. Wir überleben nur, wenn wir stark sind. Lang lebe Afrika, lang lebe Afrika. Lang lebe Afrika. Dankeschön, Hamburg. Dankeschön, Sammy. SM Deluxe. Yeah, yeah, yeah. BSMG, lang lebe Afrika. Der nächste Rapper ist hier aus Hamburg City. Ich habe ihn vor ein paar Jahren kennengelernt in einem Workshop. Jetzt hat er seinen Weg gemacht, ist officially im Game. Sein Name ist Boost, kommt bald raus mit seinem ersten Shit. Also, Mamba Lärm für den Mann Boost aus Hamburg City. Hamburg City. Dankeschön, G. Hamburg, geht's euch gut? Sag ey yo! Sag ey yo! Alles klar. Der Track heißt Mach einen Snap. Viel Spaß. Ja. Yeah. Push-Up-Challenge, bis zum Maximum. 100 Tage safe, dafür brauche ich kein Praktikum. Ich hab 9 Sekunden, ey, und hol alles raus. Insta-Story läuft schnell, also tarn es lau, wa? Ich pose für die Kamera im guten Licht, okay? Ich pose für die Kamera und double mich, ey. So viele Bilder, keine Ahnung, was das soll. 9 Stories, Toy Stories, Bruder, ich hau alles voll, yup. Sie kennen diesen Nigger. Foto für Snapchat, sie rennen für den Nigger. Okay, gib dem Opti bisschen Geld, der vor Penny sitzt. Ich treff die Brüder und ich bring dann eine Henny mit. Huh, mach ein Snap, wie ich vibe auf'm Beat, ey. Mach ein Snap, wie ich vibe auf'm Beat, ey. Mach ein Snap, wie ich vibe auf'm Beat. Mach ein Snap, wie ich trink. Mach ein Snap, wie ich flieg, ey. Mach ein Snap, wie ich flexe in der Szene. Okay, mach ein Snap, wie ich flexe in der Szene. Okay, mach ein Snap, wie ich vibe auf'm Beat. Mach ein Snap, wie ich trink. Mach ein Snap, wie ich flieg.
bin ein riesengroßer Halbschwarzer. Ich bin Viva Con Aqua, Digga, du Kalkwasser. Das, was du versuchst zu sein, bist du nicht. Fischgesicht, kannst leider immer nur auf Alk labern. Snap mal, wie ich roll und dich platt mach, snap mal. Diese Knollen auf der Parkbank, snap mal. Meine Bros vor den Arm, just snap mal. Diese Hose vor der Kamera, snap mal. Mein Poppy, wenn es voll ist und in Krisenzeit, snap mal, wie ich Mucke mach und eigentlich nur Liebe zeig. Boost! Rappe meine Zeilen, Digga, finde ich mies. Mach es leer mit der Kamera und kille die Beats. Digga, flex wieder anders und ich bin in Paris. Liebe diesen Shit, ja, liebe diesen Scheiß. Sag mal bitte deine Fresse, wenn du meinst, könntest ficken. Sag ich, du bist nur ein Pisser, mach es leer vor der Kamera. B-Doppel-O-Z ist der Gewinner. Mach ein Snap, wie ich vibe auf dem Beat, ey. Mach ein Snap, wie ich vibe auf dem Beat, ey. Mach ein Snap, wie ich vibe auf dem Beat. Mach ein Snap, wie ich trink. Mach ein Snap, wie ich flieg, ey. Mach ein Snap, wie ich flexe in der Szene. Okay, mach ein Snap, wie ich flexe in der Szene. Okay, mach ein Snap, wie ich vibe auf dem Beat. Mach ein Snap, wie ich trink. Mach ein Snap, wie ich flieg. Dankeschön, Ambo. Korrekt. Nice, Digga, nice. Hammer, hammer, hammer. Ein riesen Applaus, Hamburg! Yeah! Jo, jo, jo. Gibt es was zu promoten? Kommt da was raus jetzt demnächst? Ja, am Freitag kommt ein neues Single. Ah, was für ein Zufall! Das Ding? Steiger mein Level. Steiger mein Level. Alles klar. Dann check Boost mit dem neuen Dankeschön. Shit. Danke, Sammy. Danke, Leute. Dankeschön. Okay, das wird jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, weil das war gerade Boost und als nächstes kommen die Baboons. Die sind allerdings nicht miteinander zu wechseln. Die Baboons sind eine dreiköpfige Rap-Crew aus Hamburg. Rahlstedt. Yeah, 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 yeah. Was geht ab, meine Damen und Herren? Wir haben ein bisschen Live-Musik mitgebracht mit Live-Piano von unserem Man Sino. Also checken wir auf jeden Fall ab, ist eine geile Performance. Ja, Mann. Ja. Ah, guck mal, Stuhl kommt schon. Wie geht's euch, Hamburg? Habt ihr Bock noch auf ein bisschen Musik, Mann? Yeah, yeah, yeah. Ja, sauber. Ey, guck mal, fette Burger auch gerade parat, so. Das passt doch, Mann. Fetter Sound und fette Burger. Let's go. Können wir denn loslegen? Pumms, pumms. Ja. Pumms, pumms. Unser Klavier geht immer nicht an, oder? Ist schon wieder so? Ah, siehst du. Yeah. Das klingt herrlich. Der Song heißt Matrix übrigens. Heute rausgehauen. Ja. Yeah. 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 Ich suche den Triumph in der Matrix. Guck mich herum, doch ich find leider gar nichts. Wenn du willst, wirken meine Wörter magisch. Aber schau lieber weg, sonst wirst du panisch. Ja. Yeah. Yo, Hamburg City, ich will alle Hände sehen. Yeah, yeah. Hamburg City, alle Hände nach oben. Seid ihr da, seid ihr da, seid ihr da, ey. Wir reden nicht, bewegen uns kilometerweit geradeaus. Viel zu viel Verräter auf dem Pfad, den ich gerade lauf. Atme aus, trampel über, trampel Pfade, weil ich's gerade brauch. Sage laut, dass ich hier nicht zu gebrauchen bin. Für euch bin ich gottlos, nur weil ich nicht zur Taufe geh. Ich bete jeden Tag für Frieden und ihr schaut nicht hin, während die ganze Generation in den Partyrausch versinkt. Traurig, aber ich steck mittendrin mit dem Mittelfinger oben und es stimmt. Wir sind nur ein paar nutzlose Idioten, die wissen, wer sie sind, aber beschmutzen meine Strophen. Mach ich dir ein Kind, eure Ideologie sind die 10 Gebote. Und ich flieg weg im Wind, weil ich Triebtäter bin und ich seh keinen Sinn in den Ziffern. Lass mich nicht blenden von euch und fang nicht an zu zittern. Ey, ich suche den Triumph in der Matrix. Guck mich herum, doch ich find leider gar nichts. Wenn du willst, wirken meine Wörter magisch, aber schau lieber weg, sonst bist du panisch, ey. Ich suche den Triumph in der Matrix. Guck mich herum, doch ich find leider gar nichts. Wenn du willst, wirken meine Wörter magisch, aber schau lieber weg, alter EZO Kick. Triumph suchen da, fluchen da, Rappener Superstar. Energie, Fokus, Start, Love, Lügel, Spanne wie nah. Den Start auf die Knie, drängende, zwängende Supermacht. Noch weiser als der alte Mann, hab 10 Soldaten im Flug gekappt. Ich durchschaue eure Scheiße auf der Welt. Hörst du's
nur ein Spiegel meiner selbst, den ihr aufrecht halten wollt. Wegen der Beute und dem Geld, alles fällt. Zeichne mir drei Kreuze auf die Karte und vernichte das Gemälde. Soll jeden Tag dasselbe sein, weil so halten sie uns Menschen klein. Wir sollen nicht denken, nur machen, was sie da oben von uns wollen. Für die volle Kontrolle, Nanopartikel auf der Haut sollen doch nur schützen vor Vertrauen, dass ihnen kein Wort mehr glauben. Öffne einfach weiter die Augen, vielleicht sind wir morgen schon da draußen. Kein Wort mehr glauben, öffne einfach weiter die Augen, vielleicht sind wir morgen schon da draußen. Ich gebe drei Wörter rein, habe zwei Resultate. Keins davon bringt mich zur Antwort der Frage. Wer oder was ist die Macht des Orakels? Wer oder was ist die Macht? Ey, ich gebe drei Wörter rein, habe zwei Resultate. Keins davon bringt mich zur Antwort der Frage. Wer oder was ist die Macht des Orakels? Wer oder was? Ich will alle Hände sehen. Ich suche den Triumph in der Matrix. Guck mich herum, doch ich find leider gar nichts. Wenn du willst, wirken meine Wörter magisch. Aber schau lieber weg, sonst wirst du panisch nochmal. Ich suche den Triumph in der Matrix. Guck mich herum, doch ich find leider gar nichts. Wenn du willst, wirken meine Wörter magisch. Aber schau lieber weg, alle zusammen. Ey, ich suche den Triumph in der. Guck mich herum, doch ich find leider gar nichts. Wenn du willst, wirken meine Wörter. Aber schau lieber weg, sonst wirst du panisch. Nochmal, ich suche den Triumph in der Matrix. Guck mich herum, doch ich find leider gar nichts. Wenn du willst, wirken meine Wörter magisch. Aber schau lieber weg. Schau lieber weg, yeah, yeah. Yeah, Hamburg City, nice shit, man. Yo. Ein Applaus für unseren Pianisten Sino. Sino. Mach du. Yo, yo. Triumph in der Matrix. Ein Riesenapplaus. Die Baboons. Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank. Nice, nice. Euer Album ist draußen, oder was? Unser Album ist draußen, ja. Yes, yes. Wie heißt es? Wo können die Leute euch finden? Piraten. Ich habe es jetzt leider nicht mitgenommen, obwohl wir welche dabei haben. Aber egal, es heißt Piraten. Yo. Und ihr könnt es überall im Internet finden. Sehr überzeugende Promo. Die Baboons, meine Damen und Herren. Dankeschön. Ja, und vielen checkt Dank, unseren YouTube-Kanal, der ist übel nice. Ja. Yeah. Yes, yes. Unser nächster Performer war schon in unserer zweiten Sendung am Start, wo dann leider die ganze Musik am Ende verzerrt war und spielt deshalb hier heute nochmal ein Lied und nicht nur deshalb natürlich, sondern weil er auch ein krasser neuer Künstler ist. Wohnt auch in Hamburg City hier, sein Name ist If He Knows, DJ Vito, drop den Sound. Yo, Hamburg City, was geht ab? Mein Name ist If He Knows, ich spiele einen Song von meiner EP namens Nicht mehr zurück für euch extra hier in Hamburg City. Yeah. Zwei Tage lang bin ich in dieser riesen kleinen Stadt gefangen. Und ich frag mich dann, bist du noch hier, was mit der Green Card nicht gelungen ist? Huh? Oder da oben ist? Huh? Irgendjemand geben mag, der dich schikaniert. Huh? Hart suchen jeden Tag, Stück weit deprimiert. Ja. Hatten so viele Träume, beschworen sie in das Leben. Ein paar Jahre später, ich sehe es, davon geh. Ein bisschen, du hast dich aufgegeben. No. Und was ist nun passiert über die Zeit? Ich schaue dich an und mir fällt nichts mehr ein. Huh? Wir träumen von reichen einer Welt ohne Grenzen und goldenen Zeiten. Auch wenn die Sonne nicht schien, ha? Wollten wir beide die Wolken vertreiben. Ja. Wollten es schaffen, ja. Wollten es beweisen. Ja. Heute schau ich dich an, ha? Und ich will nicht mehr zurück. Hey, no, Hamburg City, yeah. Na, 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 ich will nicht mehr zurück. Yeah, yeah, yeah. Na, 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 ich will nicht mehr zurück. Yeah, 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 yeah. Na, 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 ich will nicht mehr zurück. Nein, ich will nicht mehr zurück. Yeah, yeah, yeah. Mittlerweile hasse ich es, dich zu sehen. Ich hasse nicht dich, hasse es zuzusehen. Wie du dein Leben, deine Träume nur vergeudet hast. Und ich bin immer noch am Hassen, Gott, bis ich es schaff. In dieses Leben viel zu kurz, um nicht zu leben. Ich blicke nicht zurück, um dich im freien Fall zu sehen. Denn es betäubt mich fast, also lass ich diese Last einfach fallen, um mich zu befreien. Yeah. Und was ist nun passiert über die Zeit? Ich schaue dich an und mir fällt nichts mehr ein. Wir träumen von reichen einer Welt ohne Grenzen und goldenen Zeiten. Auch wenn die Sonne nicht schien, ha? Wollten wir beide die Wolken vertreiben. Ja. Wollten es schaffen, ja. Wollten es beweisen. Ja. Heute schau ich dich an und ich bin nicht mehr zurück. Hey, no, hey, hey. Na, 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 ich bin nicht mehr zurück. Yeah, 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 hey. Na, 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 ich bin nicht mehr zurück. Yeah, yeah, yeah. Na, 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 ich bin nicht mehr zurück. Ich bin nicht mehr zurück. Na, ja. Hamburg City knows, was geht? Danke an Sammy Deluxe für die Einladung. Dankeschön. If he knows,
Yeah. Late Night Talks. Late Night Talk EP. Out now. Dankeschön. Out now. Okay, Hamburg City. Habt ihr Bock auf einen krassen Live-Rapper, der jetzt raussteppt? Einer meiner Lieblingsperformer, wenn ich ihn die letzten Jahre immer gesehen habe. Also mach mal Lärm für STK! Hamburg City, was geht ab? Geht's euch gut? Sehr schön. Servus. 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 Ich habe einen Song mitgebracht. Mac and Cheese heißt der. Vielleicht hat der ein oder andere schon gehört bei der Color Session. Yeah. Ey. Yeah. Wenn du mich und meine Jungs an der Ecke siehst, sei dir sicher, dass der Block nicht nach Hecke riecht. Guck, wie ich den Henny in den Becher gieß. Alles cremig wie mein Mac and Cheese. Immer noch am Corner. Ey. Wir hängen immer noch am Corner. Ey. Immer noch am Corner. Yeah. Wir hängen immer noch am Corner. Ey. Wir hängen an der Ecke ab wie Tischdecken. Zwischen all den Junkies und den Pissflecken. Manchmal siehst du uns zwar auch in VIP-Ecken. Yeah. Doch wir gehen lieber Döner anstatt Fisch essen. Dick Session, Chicks treffen 24-7. Geiles Leben, Scheiße reden 24-7. Roll mein Weed auf Cover von einem Wirtschaftsmagazin. Und der Drink in meinem Becher ist kein Kirschhoff, sondern Lean. Ist das wirklich Codein? Halt die Schnauze und verpiss dich. Meine Jungs gefangen zwischen Blaulicht oder Blitzlicht. Keiner von uns hat eine geregelte Beschäftigung. Wir leben schnell, sterben jung, hängen an der Ecke rum. Wenn du mich und meine Jungs an der Ecke siehst, sei dir sicher, dass der Block nicht nach Hecke riecht. Guck, wie ich den Handy in den Becher gieß. Alles cremig wie mein Mac and Cheese. Immer noch am Corner, ey. Wir hängen immer noch am Corner, yeah. Immer noch am Corner, hey. Wir hängen immer noch am Corner. Und das Leben in der Gegend läuft in Slow-Mo. Es fühlt sich an, als ob ich hier meinen zweiten Wohnsitz hab. Meine Homies machen weiterhin mit Drogenschnapp. Und das so lange, bis der Batzen nicht mehr in die Hose passt. Kokoswasser hilft gegen den bitteren Geschmack, ja. Ey komm, ich nehm dich mit auf einen Trip durch meine Stadt. Schulterblatt, Pulverfass, gib dir noch einen Dip. Ich hör auf alles, Digga, heute wird noch eine Stripperin gefickt. Gib mal Kippe für einen Spliff und ein Blättchen brauch ich auch. Komm in klein, Donner rein, Fläschchen gehen aufs Haus. Session mit den Hosts, wir sind Koma so wie immer. Ballern 30 kurz und benehmen uns hochgradig behindert, shit. Wenn du mich und meine Jungs an der Ecke siehst, sei dir sicher, dass der Block nicht nach Hecke riecht. Guck, wie ich den Handy in den Becher gieß. Alles cremig wie mein Mac and Cheese. Immer noch am Corner, ey. Wir hängen immer noch am Corner, yeah. Immer noch am Corner, ey. Wir hängen immer noch am Corner. Dankeschön, Hamburg. Dankeschön. ST to the K. Danke für die Einladung, Bruder. Nice, gerne, Dankeschön. Gerne. Ein Riesenapplaus für STK. Nice, ne? Ja. Und genauso geil geht's auch weiter. Oder? Ja, vollkommen, du hast vollkommen recht. Es geht genauso geil weiter. Auf jeden Fall. Hey, unser Stammgast, ey, der seit der ersten Sendung immer hier ist, manchmal darf er nur Klavier spielen, letztes Mal durfte er schon ein bisschen rappen, aber er closed heute auch die Show hier für uns, DJ Vito hat seinen ganzen neuen Kram mit der Band produziert, also sag du ihn an, Digga, sag du ihn an, du bist der Producer, du bist Timbo. So, jetzt kommt ein unfassbarer junger Herr aus Wuppertal, ganz genau, Wuppertal, ja, den wir mal kennengelernt haben, wo Sammy in einer Uni eine, wie nennt man das eigentlich? Ich war Vorlesung. Auf, ich hatte eine Vorlesung. Ich bin Professor auch zwischendurch. Uni. Professor Deluxe. I'm black. Ja, und dann gab es so Meet and Greet so und dann mussten sich da die Bands vorstellen und Horst kam rein und meinte so, ja moin, ich bin Horst. Und so, hat, so ging die Geschichte los. Auf jeden Fall hat uns beeindruckt, indem er Klavier und gleichzeitig gerappt hat. Also ein riesen Applaus für meinen Horst aus Wuppertal. Meine Damen und Herren. Mit Niklas am Klavier. Yes, guten Abend, ich habe den Niklas mitgebracht. Vito, einmal kurz. Lass uns eine Pause am Ende. Okay, wenn ich das sage, dann komme ich sagen. Okay. Bitte. Okay, der Song, den ich mitgebracht habe, heißt Fensterplatz. Das ist der erste Song, den ich bei Sammy aufgenommen habe. Und der Niklas Nadidai hat mir die Keyspur mitgegeben und alle haben irgendwie ein bisschen noch dran rumgebastelt. Der Song heißt Fensterplatz. Den klaren Blick
der mir hinter Fensterplatz brachte, jeder Denkansatz verblasste, mit jedem Punkt auf der Karte, den ab im Kopf, er die Gedanken fügt sie zum Puzzle zusammen, sammelte Fakten und Daten, Eindrücke und Zahlen, dabei ist aber keine neue Welt entstanden, jedoch erschloss sich mir eine andere, als wie die Lehrer sie malen, der Körper, die einzige, allgemein hier verbreitete, Schnittstelle zur Realität, mit der ich gerade auf Reisen bin, und ich sehe bin dann der aus dieser ausscheiden, sobald ich ins Solino gehe, ich sehe hier gerade den Leiden, aber Schaban, ich zweifle denn gegensätzlich zu mir, wenn ich gerade mal wieder pleite bin und der sieht in mir einen reimenden, schreibenden, reisenden, denn ich weiß, was es heißt, hier zu arbeiten, jeden Tag und hat kein Gewinn, zu Hause seine Frau und Kind und kann nicht los, weil er verdammt nochmal gebunden an seine Heimat ist, unverweigerlich, man kann sich nicht aussuchen, wo man landet, das heißt stets, unterschreibt den Shit und ich bin plötzlich Dankbarkeit, kann einfach woanders sein, steig in den Flieger ein, steig aus, zieh's mir rein, treff auf Menschen, die haben nix aus der Perspektive eines Ichs, welches aufgewachsen ist wie ich, aufgewachsen ist wie du, aufgewachsen ist wie ihr, denn es so viele, die es ignorieren. Dankbarkeit für das Privileg der Fensterplätze, so sah ich Gegensätze und die lernten mir das Schätzen. Den klaren Blick, der mir jeder Fensterplatz brachte, jeder Denkansatz verblasste, mit dem Punkt auf der Karte, denn ab im Kopf für die Gedanken, sie zum Puzzle zusammen. Möchte Danke sagen, doch bei wem, ja? Sag mir, bei wem muss ich mich bedanken, das alles hier zu sehen, ich steh mitten in der Stadt, in der Millionen von Geschichten sind, und irrt mich nur, wie ich über meine Berichten bin. Könnt ihr mit mir schnipsen? Wie ich über meine Berichten bin. Yes, das macht ihr sehr gut. Yeah. Und ich sag, ich bin besser, das ist nicht, was ich meine. Ja, ich reime meine Zeilen und bin eigentlich am Verzweifeln ausgestattet mit dir. Die Jahren, doch ich muss noch mehr reifen. Ja, der Fuß ist gemacht, doch will den ganzen Berg besteigen. Meine Ziele, doch, ja, das schaff ich nicht alleine. Ja, umgeben von Leuten, die mir prophezeien, dass ich bald starte, andere halten mich an meine Leine. Ja, ich reiß mich von ihnen los, indem ich seinen anderen zeige. Jetzt häng ich da mit den Jungs, Blick auf die Stadt. Es ist wunderbar, und die Gitarre ist am Start. Und jetzt spannen wir aus, und ich guck hinauf in den Himmel, bin noch fern, das ist für mich hoch hinaus. Das ist der Sound von meiner neuen EP. Keine Ahnung, wo es ist, keine Ahnung, was es ist, doch ich gebe nicht auf. Yes. Keine Ahnung, wo es ist, keine Ahnung, was es ist, doch ich gebe nicht auf. Vito, Hamburg! Aufstehen! Horst! Yeah! Niklas Nadi, die, ja! Ich bin nicht besser, das ist nicht, was ich meine. Ja, ich schreibe um meine Zeilen und bin eigentlich am Verzweifeln ausgestattet mit dir. Die Jahren, doch ich muss noch mehr reifen. Ja, der Fuß ist gemacht, wo will den ganzen Berg besteigen? Ah. Ja, Mann, ich reime und ich schreibe. Ich zeige dir ein Bild mit den 16 Zeilen. Ja, die ich dir schreibe, scheue. Die vergleichst es mit Leid. Ob du arm oder reich, schwarz, weiß, Name oder Anschein bist. Ich rege mich nicht auf, trotzdem rede ich laut. Die Welt ist kein schöner Ort, trotzdem gebe ich nicht auf. Positiv ist der Basis, dass ich meine Liebe vertraue. Ja, du drückst mich zu Boden, doch ich geh hoch hinaus. Ein Riesenapplaus! Für Horst! Oh yes! His Horst. Nices Ding, Alter. Okay, so, das war's hier aus dem gefundenen Fressen, Yo Sam TV Raps. Die vierte Folge war das mit unglaublichen Gästen. Ich meine Leute wie Megalo. Mit seinen Brothers Ghanaian Stallion und Musa, die BSMG-Gang. Wir hatten Boos am Start, wir hatten die Baboons am Start, wir hatten Ben Nice am Start, BSMG, alles fängt mit B an. Ne, jetzt nicht mehr, jetzt geht's weiter. SDK war am Start, Ify Knows war am Start, Horst Wegener am Start, wir hatten die Mimimi News,
mit Hanife 3000, mein Mann DJ Vitos natürlich, unser Co-Host und der Reigning Champion. Hol dir einen Korb von Vito, viermal hintereinander in Folge. Danke an unser ganz gefundenes Fressenteam, ganze Yo Sam TV Raps Team und Silencio. Wir machen die nächste Folge. Kurz vor meinem MTV Unplugged wird es eine Kunstausstellung geben in der Affenfaustgalerie. Die genauen Daten werden wir noch kommunizieren. Aber in dieser Kunstausstellung an einem der Abende wird es dann die Yo Sam TV Sendung geben, wo wir live hoffentlich auch schon viele von den Künstlern vom Unplugged und so interviewen. Also das wird auch mal was anderes. Aber das wäre jetzt quasi die erste Staffel hier, unsere ersten vier Folgen. Alles hat cool geklappt. Vielen Dank an alle, die supportet haben. Vielen Dank an euch, Hamburg. Mach nochmal einen fetten Applaus. Und wir sind draußen. Alle zusammen, es geht, es geht. Yo, yo, Rapper sagen. Yo! Yo. Thank you.